Sehr geehrte Damen und Herren, werte Medienschaffende, liebe Kolleginnen, liebe Gäste, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu unserer heutigen Veranstaltung unter der Schlagzeile Gute Arbeit auch für Freie zur sozialen und beruflichen Situation der freien Mitarbeiterinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik. Die soeben gehörten Schilderungen, das werden Sie sich wahrscheinlich schon denken, entstammen einer Untersuchung, die heute von der Bundestagsfraktion Die Linke und der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam der Presse, der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist und deren Ergebnisse wir heute gemeinsam einordnen und diskutieren wollen. Etwa 2600 Beschäftigte haben von Juni bis August vergangenen Jahres an dieser Online-Erhebung teilgenommen, darunter ganz überwiegend freiberuflich arbeitende Redakteurinnen, Autoren, Reporterinnen, Cutterinnen, Moderatoren, ebenso wie freie Tonmeisterinnen, Nachrichtensprecher, Regisseurinnen und Assistenten. Sie arbeiteten und arbeiten für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, den MDR, das ZDF, die Deutsche Welle oder den WDR und weitere 6 Sendeanstalten, häufig bei 2 oder sogar 3 von ihnen und nicht selten auch noch für weitere Auftraggeber. Beschäftigt sind sie dort als arbeitnehmerähnliche Freie nach Tarifvertrag oder eben auch nicht, zum Beispiel, wenn er aus Unkenntnis und fehlender Interessenvertretung keine Anwendung findet. Sie arbeiten als Pauschalistin mit einem monatlichen Fixum oder besonders prekär auf Basis von Tageshonorar. Die Ergebnisse der Untersuchung sind bei aller Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung mindestens erstaunlich, teils aus unserer Sicht besorgniserregend und streckenweise auch alarmierend. Ich würde jetzt kurz ein paar Zahlen nennen und hoffe, meinen nachfolgenden Rednerinnen und Rednern nicht zu sehr dabei vorzugreifen. Mehr als 50% der Befragten gaben in der Erhebung an, mit ihrer freien Beschäftigung den Lebensunterhalt nicht bestreiten zu können. 2/3 betrachten sich bei der Vergütung gegenüber ihren festangestellten Kolleginnen als benachteiligt, obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten. Und rund 80% gehen davon aus, dass sie nicht genug Geld für ihre Rente sparen können. Insgesamt macht das freie Dasein anscheinend nicht glücklich, denn etwa 70% der Befragten wären dann doch lieber in ihrem Beruf festangestellt. Welche Schlussfolgerungen nun aus diesen Ergebnissen zu ziehen sind, darum soll es in den nächsten gut 2 Stunden gehen. Etwa darum, ob und wie ein flächendeckendes Mindesthonorar für Selbstständige möglich wird, die kräftige Anhebung der Vergütungen insgesamt, mehr und regelmäßiger Urlaub sowie ein weitestgehender Schutz etwa vor befristeter Beschäftigung, vor Kündigung und Altersarmut. Und auch, wie zugleich kollektive Interessenvertretung gestärkt und die Mehrklassengesellschaft der Beschäftigten, also die Spaltung in feste, in arbeitnehmerähnliche Freie und sonstige Freie, überwunden werden kann. Worum es uns also geht, sind gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig sind, als Voraussetzung für ein inhaltlich wie handwerklich hervorragend gestaltetes und somit vertrauenswürdiges Rundfunkangebot. Denn wie es die Vorstandsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung Dagmar Enkelmann heute Morgen bei der Pressekonferenz gesagt hat, es geht uns um Qualität statt um Quote. Worum es heute nicht geht, auch das sei deutlich gesagt, und das war uns auch bei der Untersuchung, darum ging es uns auch zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung, ist eine Infragestellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Seinem Auftrag entsprechend bietet er den Bürgerinnen und Bürgern im Fernsehen, im Radio und online einen unverzichtbaren Zugang zu Informationen und trägt somit entscheidend zur gesellschaftspolitischen Meinungsbildung bei. Auch die Existenz von freier Mitarbeit bei ARD, ZDF oder Deutschlandfunk lehnen wir nicht per se ab. Und dies unter anderem aus historischer Einsicht. Denn freie Medienschaffende können ein Garant gegen politische Uniformierung sein und somit journalistische Vielfalt sowie Unabhängigkeit der Berichterstattung sichern. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle richten an Jörg Langer, der an der Seite und nicht in der ersten Reihe Platz genommen hat, wie eigentlich verabredet war. Er hat in unserem gemeinsamen Auftrag diese Untersuchung durchgeführt. Großen Dank auch an meine Kolleginnen in Fraktionen und Stiftungen, die an der Veröffentlichung der Untersuchung sowie an Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenz und dieser Veranstaltung beteiligt waren und sind. Ich möchte mich auch noch kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Henning Heine. Ich bin bei der Stiftung im Bereich politische Kommunikation tätig, leite dort das Referat Publikationen und befasse mich mit medienpolitischen Fragestellungen. Also ich bin nicht Florian Weiß, so wie es im Programm angekündigt war. Bevor es jetzt gleich weitergeht mit Vorträgen und unserer Podiumsrunde, noch 2 kurze organisatorische Hinweise. Wir zeichnen die gesamte Veranstaltung auf, per Video und auch per Audio.
Für all jene unter Ihnen, die bei der Publikumsrunde, bei der Fragerunde nach der Podiumsdiskussion lieber anonym bleiben wollen, besteht die Möglichkeit, am Tresen die Frage auf eine Karte zu schreiben und das Kärtchen geht dann hoch zur Moderatorin und wird von ihr vorgelesen und kann beantwortet werden. Und ein weiterer Hinweis noch, es liegt eine Teilnahmeliste aus. Wir bitten alle von Ihnen beim Rausgehen im Zweifel, sich dort noch einzutragen. So, nun aber hat das Wort die medienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Doris Achelwilm. Ich wünsche uns allen einen spannenden und erkenntnisreichen Abend und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Henning, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, so zahlreich Anwesenden, zu einem ja durchaus sehr fachspezifisch wahrgenommenen Thema der Medienpolitik. Ja, wir freuen uns außerordentlich, tatsächlich hier in so breiter Runde heute diskutieren zu können. Diese ganze Auseinandersetzung und auch die Studie bzw. die Untersuchung bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum. Auf das ganze Thema sind wir ja nicht einfach so gekommen, weil man auf der Suche nach Themen ist, sondern wir haben schon gerade gesellschaftlich eine Debatte um den Öffentlich-Rechtlichen, wie sie vielleicht seit Jahrzehnten nicht so intensiv und auch so polarisiert geführt wurde wie zurzeit. Für die Politik ist es immer schwierig, damit umzugehen. Das hat mit verschiedenen Umständen zu tun, wie der Pressefreiheit, die natürlich ganz unbenommen ist von dem, was Medienpolitik aus parlamentarischen Zusammenhängen dazu sagt. Es hat damit zu tun, aus Bundestagswarte gesprochen, dass Medienpolitik natürlich immer in der Kompetenz der Länder auch liegt. Und es hat damit zu tun, dass es mitunter gar nicht so einfach ist, über Medienpolitik tatsächlich zu sprechen vor dem Hintergrund auch einer Mediendebatte, wo es dann selbstreflexiv teilweise wird, wenn Journalistinnen und Journalisten über ihren Gegenstand sprechen und schreiben und wo es dann teilweise eben auch Vorbehalte gibt, eben solche Themen dann in den Medien selbst anzusprechen. Aber wir kommen eben um genau diese Selbstthematisierung auch nicht mehr herum. Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, die eben auch versachlicht die Informationen tatsächlich neu herstellt, statt, alles zuzuspitzen auf einen Rundfunkbeitrag, der 30% höher oder niedriger liegen soll. Auch diese Auseinandersetzung kann ich verstehen. Es ist ja tatsächlich in der Summe nicht unerheblich, auch bei welchem Sockelbetrag man gegebenenfalls anfängt, wenn die Indexierung kommt oder auch nicht. Aber trotzdem, so ist unsere Position seitens der Fraktion Die Linke, muss diese Debatte auch stärker vom Auftrag her tatsächlich angegangen werden. Und sie muss stärker betrachten, was soll denn mit dem Geld eigentlich passieren, was da per Beitrag erhoben wird. Und wir als Fraktion Die Linke und zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung finden, zu dieser Form, zu dieser Struktur von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, wie wir ihn in Deutschland zum Glück haben, europaweit ist ja der Öffentlich-Rechtliche auch zunehmend unter Beschuss, gehört tatsächlich, dass die Arbeitsverhältnisse, dass die Beschäftigungsverhältnisse, die im Hause jeweils herrschen, gute Beschäftigungsverhältnisse sind. Natürlich ist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht frei von Entwicklung und erst recht nicht frei von Kostendruck. Da müssen sich verschiedene Dinge sicherlich überlegt werden, aber nicht richtig ist aus unserer Sicht die Entwicklung, wie man sie überall beobachten kann, in der freien Wirtschaft natürlich noch mal massiver, dass der Kostendruck letztlich dann doch oft bei den Beschäftigten ankommt. Je prekärer der die Beschäftigte ist, desto mehr wird dann tatsächlich oft dann noch eben im Preis sozusagen, im Honorar, in der Entlohnung gedrückt. So, dass wir aktuell sprechen können, das hat auch die Studie, die Untersuchung ein Stück weit hergegeben von einer gewissen Drei-Klassengesellschaft innerhalb der Sendeanstalten. Da sind einmal die relativ gut abgesicherten Festangestellten, die dort die Arbeit machen, und dann gibt es eben zunehmend feste Freie und eben dann nochmal komplett Freie, die dann eben am schlechtesten gestellt sind. Infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils von 1982 ist das auch alles zulässig, beziehungsweise im Rahmen der Pressefreiheit eben auch abgesichert, mit dem Personal so agieren zu können, dass man da eben freie
Flankenvariablen praktisch hat, aber das ist inzwischen eben zu einem völligen Normalstatus geworden. Das Normalarbeitsverhältnis wiederum stirbt regelrecht aus und das ist eine Situation, wo wir sagen, ja, da muss es eigentlich eine ganz andere Entwicklung geben. Und wir wünschen uns nicht nur, dass die Häuser entsprechend reagieren, sondern wir wünschen uns, dass die Debatte, die öffentliche, auch genau um solche Themen sich dreht und nicht ausschließlich um, ich sag mal, den eigenen Geldbeutel und ob jetzt 1750 oder 1786 angemessen und leistbar sind oder nicht. Wir stehen, Henning hat es gesagt, hinterm Öffentlich-Rechtlichen. Wir finden ihn in seiner Konzeption unveräußerlich und notwendig und eine demokratische Säule, die in diesen Zeiten so wichtig ist wie lange nicht. Ja, wir erleben einen Rechtsruck und wir erleben eine Popularisierung auch von Inhalten bzw. Zuspitzung, Algorithmen, die teilweise ja Themensetzungen entsprechend vornehmen, wo ein Qualitätsjournalismus, wo ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der tatsächlich Public Value produziert, so notwendig ist wie lange nicht. Entsprechend ja, setzen wir uns eben weiter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Wir wollen aber eine Debatte, wo man wieder eine Medienkritik machen kann, die sich komplett abgrenzt von dem, was von rechts an sogenannter Medienkritik beziehungsweise halt von an Medienschelte und Missachtung des Öffentlich-Rechtlichen passiert. So eine Debatte brauchen wir verstärkt. Es ist schwierig geworden, sie zu führen. Ich hatte da im Vorfeld mit Petra Sitter aus der Fraktion meiner Kollegin auch drüber gesprochen. Sobald man irgendwo einen Punkt äußert, wird es teilweise aufgegriffen und instrumentalisiert als eine Grundsatzkritik am Öffentlich-Rechtlichen, die wir so in der Form nicht teilen. Noch kurz zu den Zahlen beziehungsweise zum Gegenstand der Untersuchung. Das war eine sehr breit aufgefächerte Fragestellung. Wir hatten 100 Fragen, beziehungsweise Jörg Langer hat sie ausgearbeitet und entsprechend verteilt und die Rücklaufquote war sehr gut mit etwa 15% aus den freien Mitarbeiterinnenbelegschaften heraus. Wir haben insgesamt 2601 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, wovon 1617, um es genau zu sagen, arbeitnehmerähnlich nach § 12a des Tarifvertragsgesetzes tätig sind in den Häusern. Genau, 15% der Befragten gaben an, dass sie ihrer Meinung nach nicht programmschaffend bzw. programmgestaltend tätig sind, was der Voraussetzung für eine freie Mitarbeit eigentlich widerspricht. Das heißt, da muss man ein bisschen gucken, dass sich das dann nicht weiter ausweitet auf eben auch nicht programmschaffende Beschäftigte. Das scheint schon ein bisschen eingerissen zu sein. Und wie auch eben zu Beginn an der szenischen Darstellung deutlich wurde, und sie orientierte sich tatsächlich an Originalaussagen, die getroffen sind, gibt es zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gucken müssen, dass sie mit dem Geld über die Runden kommen. Auch das ist kein Einzelfall. Im Öffentlich-Rechtlichen drückt sich auch aus, je weiblicher, desto mehr, was gar nicht daran liegt, dass Frauen per se, weil sie Frauen sind, weniger verdienen, erst recht nicht im Öffentlich-Rechtlichen, das wäre es dann noch, aber es kommen natürlich, es kommen auch da Geschlechterdimensionen zum Tragen, die am Ende des Tages bedeuten, dass Frauen im Monatsmittel dann doch um die 20% weniger verdienen, weil sie halt teilzeitabhängiger sind, weil sie nicht so flexibel sind mitunter aufgrund von Familien- und Sorgeaufgaben und dergleichen mehr. Und da ist gesellschaftlich insgesamt verstärkt darauf zu achten. Genau, 56% der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichteten von gesteigerter Belastung durch die Umstrukturierung der letzten Jahre, so sehr das alles notwendig und richtig ist, auch mit Trimedialität und so weiter. Und den sozialen Medien ist es natürlich eine Situation, wo unglaublich viel inzwischen in sehr kurzer, komprimierter Zeit von allen möglichen gleichzeitig geleistet werden muss. Und irgendwo macht sich das auch bemerkbar. Und es hat sich ja in der Umfrage eben auch entsprechend ausgedrückt als eine höhere Form der Arbeitsverdichtung. Freie haben gegenüber Festangestellten teilweise schlechtere Arbeitsbedingungen, das kann man ganz grundsätzlich so sagen, teilweise eine geringere Vergütung, eine schlechtere soziale Absicherung und unzureichenderen Kündigungsschutz. Wir als Linke finden, da braucht es verstärkt eine Gleichstellung tatsächlich der Beschäftigungsverhältnisse statt diese verschiedenen Klassen und Gefälle. Wir setzen uns auch mit Nachdruck dafür ein, dass die Interessenvertretungen gestärkt werden und dass sie gerade, wo
sich nicht mehr an freien Mitarbeiterinnen offenbar irgendwie vorbei bewegt werden kann, dass aber die Freien dann eben mit vertreten werden, beziehungsweise dass da entsprechend ja auch die Kapazitäten für freigesetzt werden. So, ich sehe Frau Linz schon nicken und sie wartet wahrscheinlich auf genau darauf, dass wir mit dem Podium gleich loslegen können. Wir sind einigermaßen eng im Zeitplan, weil tatsächlich einige von uns heute nicht so spät wieder zurück müssen an andere Orte. Ich freue mich außerordentlich auf die Debatte, die wir heute hier führen, aber ganz bestimmt nicht abschließend führen. Wir werden weiter zum Aspekt der Solo-Selbstständigkeit, zu Beschäftigungsverhältnissen in Medien, aber auch im Kulturbereich diskutieren müssen. Wünschen uns dazu eine möglichst breit getragene, auch solidarische und kritische und medienpolitisch zunehmend fundierte Debatte. Vielen Dank allerseits. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin gebeten worden, ein paar Thesen zur vorliegenden Studie zu äußern. Ich möchte nicht bloß 4 Thesen darstellen, sondern auch einen möglichen Lösungsvorschlag bringen, aber davor noch kurz eine Einordnung dazu machen, wozu der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zu dienen hat. Medien, so hat es das Bundesverfassungsgericht immer wieder geschrieben, haben in Deutschland keine Freiheit an sich. Sie haben eine sogenannte dienende Freiheit. Nun kann man sich fragen, wozu sollen sie dienen? Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder festgestellt, dass Medien der individuellen und öffentlichen Meinungs- und Willensbildung dienen sollen. Und ich sage jetzt bewusst Medien, denn dazu gehört auch der private Rundfunk, die privaten Fernsehsender, die privaten Radiosender. Dazu gehören auch die Presse, die Zeitungen und Zeitschriften. Und aus meiner Sicht muss man heutzutage auch darüber nachdenken, dass, wenn Meinungs- und Willensbildung in sozialen Netzwerken stattfindet, ob dann nicht auch dort ein entsprechender Auftrag besteht und dort auch die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss. Manche sagen, Medien sind eine Säule der Demokratie. Neben der Exekutive, der Judikative und der Legislative gibt es noch mit die Medien. Und wenn wir uns einen Tisch vorstellen als Platte der Demokratie, braucht ein Tisch, damit er nicht kippelt, 4 gleich lange und vor allen Dingen auch 4 gleich starke Beine. Was wir allerdings in den letzten Jahren feststellen können, zumindest was die Medien betrifft, ist, dass die Medienanbieter immer weniger werden und die Vielfalt der Angebote und damit die Breite des Angebots geringer wird und damit natürlich die Frage steht, wie lange hält diese Säule noch und damit auch, wie lange bleibt dieser Tisch noch stabil. Aber nun zu meinen 4 Thesen, von denen manche für einige von Ihnen Platthalten sein müssen, aber aus meiner Sicht sich grundsätzlich aus dieser Studie ergeben, weil sie nicht mehr umgesetzt werden. Erste These: Die Sender müssen die Situation der Freien verbessern, wenn sie ihren Auftrag in Umfang und Qualität erfüllen wollen. Ein Auftrag ist es, Vielfalt zu bieten. Wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, können wir feststellen, dass, obwohl es ca. 25.000 feste Mitarbeiter gibt und 18.000 Freiangestellte, die Anzahl, der Umfang des Angebots immer weiter abnimmt. Beiträge werden zu Studiengesprächen, weil sie preiswerter sind. Bestimmte dokumentarische Formen tauchen gar nicht mehr auf. Hörspiele werden immer weiter eingeschränkt. Ein Beispiel ist nur, oder die Vielfalt des Hörspiels wird immer weiter eingeschränkt. Ein Beispiel ist dort alleine der ARD-Radio-Tatort. Wie äußert sich das in der Situation der Freien? Es gibt natürlich immer weniger Aufträge. Entweder kriegen dieselbe Menge, dieselbe Anzahl von Leuten immer weniger Aufträge oder es werden Leute entlassen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Gesamtbestand des Angebots. Zweite These: Die Sender brauchen Gestaltungsspielräume, um die Situation der Freien zu verbessern. Wie komme ich darauf? Wenn Sie die medienpolitischen Debatten verfolgen, werden Sie feststellen, dass von Seiten der Politik immer wieder ausgeführt wird, dass die öffentlich-rechtlichen Sender Stellen abbauen sollen. Ja sicher, über einzelne Stellen kann man diskutieren. Vielleicht gibt es in manchen Bereichen einen entsprechenden Überhang. Aber per se zu fordern, und so macht es ja zumindest die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, dass zum Beispiel die ARD jedes Jahr im Schnitt 0,5% der Stellen abbauen soll, ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Ich weiß, das sind jetzt feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber Menschen machen doch letztlich das Programm. Und es gibt Beispiele dafür, dass ein
Festfreier oder ein freier Festangestellt sogar preiswerter sein könnte als ein Fest. Preiswerter sein könnte, wenn er festangestellt ist, als wenn er in dem Vertragsverhältnis bleibt. Das heißt, man muss Abstand nehmen von dieser einfachen Vorgabe, Stellenabbau ist per se wichtig. Dritte These. Die Sender haben die finanziellen Mittel schon heute, die Situation der Freien zu verbessern. Sicher ist Ihnen öfter untergekommen, die Aussage, der Rundfunkbeitrag ist ja 2015 gesenkt worden, von 17,98 auf 17,50. Und deshalb hat man ja logischerweise weniger Geld. Das ist allerdings nur eine Milchmädchenrechnung. Wer sich die Gesamteinnahmen der Sender ansieht, wird feststellen, dass die über die Jahre hinweg gestiegen sind. Weil einerseits habe ich ja mehr Leute, die den Rundfunkbeitrag bezahlen. Das hat mit dem Umstieg von der Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag zu tun. Zum anderen ist festzustellen, dass zumindest in den letzten Jahren die Einnahmen aus Beteiligung und auch aus Werbung stärker gestiegen sind als angenommen. Das heißt, die Sender verfügen über mehr Mittel. Andererseits laufen bestimmte Kosten aus dem Ruder. Die sogenannte Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs hat bestimmte Steigerungsraten für Personal, für festes Personal anerkannt. Wenn die Gewerkschaften in Tarifvertragsverhandlungen mehr rausverhandeln, fehlt dann das Geld an anderer Stelle. Wo gerät man unter Druck? Auf der einen Seite hat man Ausstrahlungskosten und so weiter, auf der anderen Seite das feste Personal. Das heißt, in der Mitte wird gedrückt. Wo wird gedrückt? Also bei den Programmaufwendungen, das heißt für Produktion, das heißt aber auch für die Mittel, für die festfreien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nun kann man sagen, wie kommt man aus dieser Spirale raus? Die Sender haben ja keine Chance, sie haben ja kein Geld. Nun, ARD, ZDF und Deutschlandradio haben im Jahr insgesamt über 9 Milliarden Euro. Ist da drin kein Spielraum? Wer sich die Berichte der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs ansieht, wird feststellen, dass in sogenannten Sportjahren, in geraden Jahren, über 800 Millionen Euro alleine für Sport ausgegeben werden. Und Sport bedeutet in diesem Fall im Wesentlichen zu 70% Fußball, dann Olympische Spiele und dann kommt noch irgendein Rest. Man stelle sich vor, man würde davon 100 oder 200 Millionen Euro wegnehmen. Diese Mittel könnte man natürlich in andere Bereiche einsetzen. Die Sender machen das derzeit jedoch nicht. Sie bestehen darauf, dass im Wesentlichen die Sportkosten und die Sportrechtekosten im bisherigen Umfang gleich behalten bleiben. Vierte These. Wenn die Medienpolitik ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges öffentlich-rechtliches Angebot will, muss sie gesetzliche Rahmenbedingungen schärfen. Die Zeit der Protokollnotizen und der Appelle muss endlich ein Ende haben. Wie komme ich darauf? Als jemand, der sich über Jahre hinweg mit Medienpolitik beschäftigt hat, möchte ich nur zwei Protokollnotizen zitieren. Im Jahre 2016 forderte die Politik beim 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, dass die Sender die für die Programmaufwendung anerkannten Mittel auch für Programmaufwendung auszahlen sollen, weil sich die Sender in den Jahren davor immer nicht daran gehalten haben. Ich habe vorhin auf das Problem aufmerksam gemacht, dass das nicht so einfach umzusetzen ist, aber die Politik fordert das auf der einen Seite, versucht aber auf der anderen Seite nicht dafür zu sorgen, dass das überhaupt umgesetzt werden kann. Im Jahre 2008 wurde festgestellt von Seiten der Politik in einer Protokollnotiz, dass die Sender den Urheberinnen und Urhebern, aber auch den Leistungsschutzberechtigten und den Unternehmen ausgewogene Vertragsbedingungen garantieren sollen. Zu ausgewogenen Vertragsbedingungen gehört natürlich auch eine faire und angemessene Bezahlung. Wie diese Studie ergeben hat, aber es gab auch schon frühere Beschreibungen, werden die Sender dem bis heute nicht gerecht. Und um noch auf ein letztes zu verweisen, wer sich den Rundfunkstaatsvertrag vornimmt, wird in § 11 feststellen, dass die Sender Berichte über die Erfüllung ihres Auftrags vorlegen sollen, darin auch auf die Qualität und Quantität des Angebots eingehen sollen. Wer diese Berichte liest, wird sehr oft feststellen, dass die sehr oft oberflächlich sind. Das heißt, die Sender brauchen aus meiner Sicht mehr Kontrolle der Vorgaben und sie brauchen konkretere Vorgaben. Deshalb eine Idee. Wenn auf der einen Seite eine Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs feststellt und festlegt und Vorschläge macht, welches Geld die Sender wofür bekommen sollen, dann muss es doch auf der anderen Seite eine Evaluierung geben. Eine Evaluierung dessen, wie der Programmauftrag erfüllt wird. Diese Evaluierung sollte nicht durch die Politik erfolgen, sondern durch unabhängige Dritte, durch Forschungseinrichtungen.
Was spricht dann eigentlich dagegen, dass es eine Kommission zur Ermittlung des Qualitätsniveaus bei öffentlich-rechtlichen Sendern gibt? Und unter Qualitätsniveau verstehe ich da nicht nur auf der einen Seite, wofür das Geld ausgegeben wird, wie die Sendungen ausgestaltet sind, sondern natürlich auch die Art und Weise des Umgangs mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, hohe Qualität fordert eine gute Bezahlung. Auf der einen Seite für Festangestellte und natürlich auch für Freie. Die Frage ist, ob das die Sender wollen, ob die öffentlich-rechtlichen Sender heute noch unabhängig sein wollen und ein qualitativ hochwertiges Angebot liefern wollen. Wenn sie das wollen, dann sind sie auf Menschen angewiesen, die ohne Existenzangst arbeiten können. Es geht gleich los mit der Podiumsdiskussion. Ich nutze schon mal die Gelegenheit zu sagen, wir werden ungefähr 30 Minuten jetzt diskutieren und dann sind Sie auch eingeladen, sich zu Wort zu melden und Ihre Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu geben. Wir werden ungefähr so in einer knappen Stunde 18:35 mit der Runde Schluss machen, 18:40, und dann gibt es noch ein Schlusswort von Petra Sitte. Noch mal der Hinweis, es wird gefilmt, haben Sie schon mitbekommen. Also wer nicht gefilmt werden möchte, kann die Fragen auch auf den Zettel schreiben und vorreichen, sodass Sie in dem Sinne anonym bleiben können. So, ich würde meine Diskutanten jetzt auf die Bühne bitten. Sie wissen, wer gemeint ist. Jan Metzger, Intendant von Radio Bremen. Herzlich willkommen. Nicolas Bielefeld, der stellvertretende Personalchef des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Dagmar Bednarik, im Freien Rat des Rundfunks Berlin-Brandenburg und freie Journalistin, logischerweise. Und jetzt ist die große Preisfrage, wen wir als Viertes mit in die Runde nehmen, weil nämlich leider eine Kollegin absagen musste und darum kommt Jörg Lange auf die Bühne, der die Studie, über die wir jetzt diskutieren, erstellt hat. Setzen Sie sich hin, ich gehe in die Mitte. Und ich gehe in die Mitte, weil Sie müssen sich nämlich ein Mikro teilen und Sie müssen sich auch ein Mikro teilen. Genau. Wenn Sie schon, wer schon in die Studie reingeschaut hat, wird mitbekommen, weil da gibt es viele, viele Zahlen. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Diese ganzen Zahlen wollen wir jetzt nicht diskutieren. Wir wollen die Thesen, die daraus sich ergeben, diskutieren. Wollen das so ein bisschen Schritt für Schritt abarbeiten und dann mal gucken, ob und wenn dann ja, welche Lösungen sozusagen der Problemlage sicher arbeiten lassen. Und ich fange mal an mit der Grundaussage, haben wir heute auch schon gehört. Die Grundaussage, die wichtigste, lautet, wir haben nicht nur eine Zweiklassengesellschaft, wir haben eine Mehrklassengesellschaft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was ja zunächst mal grundsätzlich so gewollt ist. Also das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass es zur Sicherung der Programmvielfalt zulässig ist, programmprägende Mitarbeiter auf Zeit pauschal zu vergüten. Also es ist schon eine systematisch gewollte Ungleichstellung, Herr Metzger. Wie viel ist denn aber von diesem eigentlich nachvollziehbaren Gedanken, dass es darum geht, eine Rundfunkfreiheit zu gewährleisten durch freie Mitarbeiter, noch geblieben? Ich finde, dass davon ziemlich viel geblieben ist. Natürlich ist es so, wenn man das System heute neu erfinden würde, auf der grünen Wiese bauen würde, dann würde man einiges anderes machen. Das ist ja über 60, 70 Jahre alles gewachsen. Aber grundsätzlich funktioniert es. Ich finde allerdings die Kategorisierung in der Studie problematisch, weil dort Dinge zusammengebracht werden, die einfach nicht miteinander vergleichbar sind. Also d'accord, es gibt, wenn man so will, eine Klasse, das sind die Festangestellten. D'accord, es gibt eine Klasse, das sind die bestandsgeschützten, ständig beschäftigten Freien. Aber was jenseits dieses Kreises ist, also was wir Freie nennen, ist so heterogen, dass man es im Grunde nicht belastbar systematisch in die Diskussion einführen kann. Also ich will Ihnen ein Beispiel geben. Eine freie Mitarbeiterin ist Sabine Postel, unsere Tatortkommissarin in Bremen. Ein freier Mitarbeiter ist aber auch ein junger Kollege, der bei 3:09 die Kabel hinter dem Kameramann herschleppt. Und es ist ja auch in der Studie gesagt worden, allein schon die Zahl lässt sich nicht ermitteln, weil sie stark in Bewegung ist, weil sie völlig unterschiedliche Tätigkeiten umfasst, weil sie völlig unterschiedliche Beschäftigungsumfänge auch umfasst, sodass mein Rat wäre, wenn wir diskutieren und mein Wunsch wäre, sozusagen konstruktiv mit dieser Studie umzugehen und zu sagen, was sind denn sozusagen die Schlüsselprobleme, um die wir uns kümmern können, aus systematischen Gründen das Thema Freie zunächst mal draußen zu lassen, weil da kriegt man keinen Griff dran. Das ist einfach zu divers. Und wenn man jetzt die beiden Schlüsselrollen nimmt,
Da gibt es Unterschiede, die gewollt sind. Da gibt es Unterschiede, die funktionieren. Es gibt sicherlich auch Dinge, die nicht funktionieren. Und das wäre dann im Detail zu diskutieren. Ich bin an der Stelle von der Studie nicht beeindruckt, das sage ich ausdrücklich, wo ich denke, dass sie eine sozusagen eine grundsätzliche Schlagseite hat. Wenn sie von der Gesamtheit, und jetzt rede ich mal nur von den ständigen Freien, von der Grundgesamtheit 12% haben, die sich beteiligt haben, dann können Sie, ist es glaube ich fair anzunehmen, dass sich vor allem die beteiligt haben, die engagiert sind, die vielleicht auch einen Leidensdruck haben, die was an ihrer Situation ändern wollen. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich nicht diejenigen haben, die in den Häusern als ständige Freie gut beschäftigt sind, stabile Arbeitsverhältnisse haben, zufriedene Kolleginnen und Kollegen sind. Und ich weiß aus der Realität, die ich kenne, ich habe selbst einige Jahre frei gearbeitet, einige Jahre festfrei gearbeitet. Ich habe einen kleinen Bruder, der beim Hessischen Rundfunk heute noch festfrei arbeitet. Also die Realität, die ich kenne, kennt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem freien Job eigentlich sehr zufrieden sind. Und diese 12% besonders Engagierte und besonders Betroffene auf die Gesamtheit hochzurechnen, gibt der Sache meiner Ansicht nach eine Schlagseite, zumal dann auch die Zahlen alle eine Schlagseite haben. Also wenn jetzt sozusagen schlankweg immer gesagt wird, so und so viel sind so und so betroffen. Ja, es sind immer so und so viel von 12% aus einer Grundgesamtheit. Lassen Sie uns konstruktiv darüber diskutieren, was Schlüsselprobleme sind. Und ich glaube, es gibt einige. Genau, wir wollen vorher durchaus würdigen, dass es auch was Schönes ist, frei zu arbeiten. Genau, ich habe mich nicht vorgestellt, ich bin auch freie Journalistin beim Deutschlandradio, versuche hier so ein bisschen neutral zu bleiben, aber weiß natürlich auch aus eigenem Erleben, worum es geht. Frau Bednarek, es ist ja auch was Schönes, das wollen wir auch mal festhalten, frei zu sein, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zum Mythos geworden mittlerweile, dass das was Schönes ist. Die freie Zeiteinteilung ist ja auch nur bedingt möglich, wenn man zum Beispiel als Arbeitnehmer ähnlicher arbeitet beim Sender, dann ist das, hält sich das in Grenzen mit der freien Zeiteinteilung. Da muss man sich einfach nach den Gegebenheiten von Sendungen und Produktionsabläufen halten. Aber ich wollte Ihnen jetzt widersprechen und habe jetzt vergessen, worauf ich direkt eingehen wollte. Natürlich hat, wenn Sie so wollen, das ist eine Schlagseite, weil Sie werden nie alle Leute erreichen. Aber dann dürfen wir auch nicht mehr Wahlen anerkennen, weil da gehen ja auch nicht alle hin und trotzdem halten wir uns an das, was da gewählt wird. Oder? Also. Wir machen aber repräsentative Untersuchungen, ja, rauszufinden, was Sache ist. Ja, genau. Und das, finde ich, ist eine Sache. Mit dieser Studie wurde was gemacht, was ich finde, was die Sender längst hätten machen müssen. Und dass Herr Langer zum Beispiel an wesentliche Ergebnisse nicht gekommen ist, dass man nicht sagen kann, wie viele Freie eigentlich beschäftigt sind, finde ich bemerkenswert, weil ich denke, das sollte im Interesse der ARD-Anstalten sein, der einzelnen Sender zu wissen, wer arbeitet eigentlich für mich und wie und was machen die eigentlich. Genau, das wäre, ich gehe mal kurz dazwischen, ja, mein erster Punkt nämlich gewesen. Zunächst mal möchte ich Herrn Bielefeld fragen und dann dich. Das ist der erste Punkt, der Personenkreis. Fangen wir mal damit an. Die erste Kritik lautet, man kriegt gar nicht raus, wer ist alles frei oder in welchem Umfang sind da Leute betroffen. Die Studie spricht von 13.400 Arbeitnehmer-ähnlichen Freien gegenüber 25.000 Festangestellten. Warum ist es so schwer, das genau zu benennen? Ich glaube, es ist gar nicht so schwer zu benennen, zumindest was den Rundfunk Berlin-Brandenburg angeht. Aber da sieht man auch, dass es eben unter den ARD-Anstalten große Unterschiede gibt. Wir können diese Zahl benennen. Wir benennen sie übrigens unserer freien Vertretung regelmäßig. Die große Frage ist nur in der Tat, und deshalb bin ich auch vollkommen einer Meinung mit Herrn Metzger, was sagt uns diese Zahl, wie viele Freie wir haben? Weil wir unter diesen Freien unterschiedlichste Personengruppen haben. Wir haben Moderatoren, die möglicherweise in einer Woche mehr verdienen als der ein oder andere Festangestellte im Monat. Und wir haben natürlich auch, und das stimmt, Freie, die möglicherweise, weil sie Kabelträger sind und nur wenige Tage tätig werden dürfen oder können, die natürlich extrem wenig verdienen. Also da würde mich heute noch mal interessieren, was sagt uns diese Zahl eigentlich? Was wollen wir damit erreichen, wenn wir über die Freien sprechen? Und mir kommt in der Studie ein Punkt zu kurz, beziehungsweise er findet gar nicht statt. Das ist auch bei dem Titel nicht verwunderlich, aber wir sprechen hier die ganze Zeit darüber, wie die Freien geschützt sind, wie die soziale Lage der Freien ist. Ich glaube, wir müssen mittlerweile auch darüber sprechen, dass wir auch Festangestellte haben im programmgestaltenden Bereich, die natürlich aufgrund von Befristungsgründen, die das Bundesverfassungsgericht den Anstalten ja auch gegeben hat, befristet tätig sind und möglicherweise dem gleichen Druck ausgesetzt sind, wie es auch arbeitnehmerähnliche Freie oder Freie
Okay, ich würde aber aus Gründen der Zeit mich jetzt mal auf die Freien beschränken. Ich wollte nur die Chance nutzen. Jörg Langer, genau. Was ist das Problem, dass man nicht weiß, wie viel es ist aus deiner Sicht? Also erstmal vielen Dank. Dann können wir ja jetzt eine Studie anschließen über die Festangestellten am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Finde ich eine grandiose Idee. Das Problem ist, ist immer für mich die Transparenz. Wenn Herr Metzger mich zitiert und sagt, die Zahl lässt sich nicht ermitteln, dann steht das so drin. Das ist richtig. Aber die lässt sich für mich nicht ermitteln. Beim RBB lässt sich diese Zahl schon ermitteln. Also die Kollegen der Freien Vertretung des RBB haben dezidierte Zahlen vorliegen, wie viel freie Beschäftigungsverhältnisse, welche Summen dahinter stehen, wie viele Verträge es im Jahr gibt. Und ich habe alle Rundfunkanstalten kontaktiert und bekam teilweise sehr eigenartige Briefe zurück. Das können wir nicht ermitteln, das wollen wir nicht ermitteln, wenden Sie sich an die Presseabteilung und lauter so ein Zeug. Also die Frage ist doch, natürlich lässt sich das für mich jetzt nicht ermitteln, aber haben wir nicht eine Transparenzpflicht? Es ist doch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wäre es nicht die Sache der Sender zu sagen, liebe Leute, das sind die Verhältnisse, so und so viel hatten wir im letzten Jahr, die wurden ja alle ausgezahlt. Die Verträge waren ja alle da. Also insofern ist für mich das große Problem, wenn Sie dann auch auf eine Repräsentativität ansprechen, da haben Sie vollkommen recht. Wir können nicht sagen, dass die Studie repräsentativ ist. Aber warum können wir das nicht? Wenn Sie eine Sonntagsfrage stellen, können Sie sagen, wir wissen die Eigenschaften der Grundgesamtheit der deutschen Wahlbevölkerung. Deshalb kann ich die Sonntagsfrage bei einer übrigens 0,05-prozentigen Ausschnittsquote sagen, weil ich weiß, wie sind die Eigenschaften der Grundgesamtheit. Wenn wir diese Eigenschaften nicht kennen, weil die Öffentlich-Rechtlichen diese Eigenschaften nicht veröffentlichen, dann kann es keine repräsentative Studie geben. Insofern, 12% ist eine Menge. Für andere Studien in dem Bereich, so viel wurden noch nie an Befragten erreicht. Also möchte jetzt auch abschließen und möchte sagen, lassen Sie uns wirklich dann von mir aus auch auf die Arbeitnehmerähnlichen konzentrieren und auf die Kritikpunkte, auf die es ankommt. Okay, kurze Frage nachgeschoben. Sie haben natürlich jetzt auch die Gelegenheit, sich nochmal kurz zu verteidigen. Ist das wie bei allem, worüber wir jetzt gleich reden werden, in jeder Anstalt anders? Es ist in der Tat in jeder Anstalt anders und ich sage mal, bei größeren ist natürlich auch ein größeres Volumen und mehr Fluktuation und so weiter und so weiter. Sie können das sicher auf Anstaltsebene erheben, nur die Frage ist ja, hätten wir wirklich etwas davon, wenn wir wüssten, wie viele Menschen in jeder Landesrundfunkanstalt frei, völlig unterschiedlich, aus unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen Profilen beschäftigt werden. Meine These ist, das können wir zwar erheben, da geben wir noch mehr Geld für Verwaltung und all das aus, was wir sowieso ja reichlich machen müssen. Es lohnt sich aber nicht. Lassen Sie uns auf die festen Freien fokussieren und schauen, was da lösbare, nachvollziehbare Probleme sind. Und ich glaube, dass man da in der Tat auch eine Repräsentativität hinkriegen könnte, weil das sind überschaubare Personenkreise. Okay, würden wir jetzt mal machen. Und was wir eben schon genau wissen, trotz der fehlenden Repräsentativität, ist, dass dieser Kreis der eigentlich programmbestimmenden Mitarbeiter inzwischen längst ausgeweitet worden ist auf Personengruppen wie Cutter oder redaktionelle Mitarbeiter und so weiter, die gar nicht programmprägend sind. Das ist doch gar nicht das, was das Bundesverfassungsgericht gewünscht hat, Herr Metzger. Und dann Robert Janik. So, jetzt muss ich einen Disclaimer machen, den ich eigentlich schon ganz am Anfang machen sollte. Ich spreche hier für mich und für Radio Bremen. Ich kann hier nicht für die ARD sprechen. Und ich kann nur sagen, an dem Punkt sind wir die Guten. Wir beschäftigen keine Produktionskolleginnen und Kollegen auf freier Basis. Bei uns ist die gesamte Produktion in einer Tochter, die uns mittlerweile wieder zu 100% gehört. Und alle sind fest angestellt. Ich weiß, dass es in anderen Häusern diese Diskussion und auch das Problem gibt. Ich weiß, dass in einzelnen Häusern auch an Lösungen gearbeitet wird. Ich weiß aber auch, dass das keine einfache Frage ist. Ich sage mal, wenn man über Jahrzehnte eine Riesengruppe von Pauschalisten hat anwachsen lassen, ich glaube, beim BR ist das Problem, die dann sozusagen mit einem Schlag wieder reinzuholen, das ist dann auch ein finanzielles Problem. Aber dass wir hier eine Frage haben, bestreitet, glaube ich, niemand. Wie ist das im RBB, Frau Bettner? Ich wollte nur noch mal dazu, jetzt gleich, bevor ich es wieder vergesse, sagen, das hat die Studie, ob sie nun repräsentativ ist oder nicht, Sie haben recht, sie ist nicht repräsentativ, aber sehr aussagekräftig, finde ich, gezeigt, dass die ARD zwar ein Dach ist, darunter aber ein Wildwuchs herrscht, sondergleichen. Also mich hat ehrlich gesagt die Studie, als ich sie bekommen habe, überhaupt nicht überrascht. Ganz im Gegenteil, ich dachte nur, ja, wissen wir. Alles aus unserer Praxis, aus der Beratungspraxis der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im RBB.
Und bei uns ist in der Tat das Problem, dass wir, das wird Herr Bielefeld bestätigen können, dass wir Freien Vertretung und die Personalabteilung durchaus unterschiedlicher Meinung sind, was zu bewerten ist als programmgestaltend und nicht programmgestaltend. Und das ist unserer Meinung nach nicht nachvollziehbar. Und ich weiß, dass es in anderen Anstalten auch so ist. Also jemand, der in der Produktion arbeitet, kann nicht programmgestaltend sein. Tonmensch, ein Tonmeister, auch wenn er in der Programmdirektion arbeitet, kann nicht programmgestaltend sein, weil er macht eine ursächlich technische Sache, eine Tätigkeit. Und ich finde es ehrlich gesagt müßig, dass wir immer noch darüber reden müssen, aber ist leider so. Herr Bielefeld, wieso ist das so? Also wieso wurden massenhaft... jetzt nicht nur beim RBB, sondern ich weiß es nicht genau beim RBB, aber ARD-weit, Freie auch beschäftigt, die eben nicht programmgestaltend sind. Mhm. Ich glaube erstmal den Streit Programmgestaltung ja, nein. Den Streit gibt es ja nicht nur zwischen der Freien Vertretung des RBBs und der Personalabteilung des RBBs, sondern die gibt es ja vor vielen Gerichten. Und die Einschätzung der Gerichte hat sich ja auch in den letzten Jahren teilweise grundlegend geändert. Wenn wir hier vor 5 Jahren gesessen hätten, wären wir uns wahrscheinlich einig gewesen, dass ein Cutter programmgestaltend ist. Ein Cutter stellt einen Beitrag her, mehr Programmgestaltung geht nicht. Wir wissen, dass inzwischen das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, genauso ist es nämlich nicht. Der Cutter ist in der Regel zumindest nicht programmgestaltend. Und das hat die Anstalten in der Tat vor eine neue Situation gebracht. Und die Anstalten haben es eben sehr unterschiedlich gelöst. Der Bayerische Rundfunk ist in der Tat mit den Gagisten, wie Herr Metzger schon angedeutet hat, den Weg der Festanstellung gegangen. Wir sind einen ganz anderen Weg gegangen mit unseren Gewerkschaften, mit dem DJV und Verdi im RBB und haben einen sogenannten Bestandsschutz für diesen Personenkreis vereinbart, der, glaube ich, vielleicht sieht es Frau Bednarek im Detail noch anders, aber der sehr nah an der Festanstellung ist. Ich glaube, das ist ein guter Weg und es zeigt aber auch, dass man diese Heterogenität in der ARD nicht nur den ARD-Anstalten vorwerfen kann. Man muss, glaube ich, sehen, wir haben eine Tarifautonomie in Deutschland und auch die Gewerkschaften nutzen natürlich die jeweiligen Einzelverhandlungen mit den Anstalten, um auch ihre, ich nenne sie jetzt mal regionalen Interessen, Anstaltsinteressen durchzusetzen. Das heißt, auch die Gewerkschaften hatten in den letzten Jahren ein großes Interesse daran, Haustarifverträge mit den jeweiligen Anstalten zu schließen. Jörg Langer, sollte man solche Personengruppen, wie auch immer man sie dann genau definieren kann, fest anstellen? Sollten das die Anstellten machen? Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin hier für die Zahlen zuständig und nicht für die juristische Einordnung. Ich würde sagen, aus dem Bauch heraus ja, aber wie gesagt, am Ende sind es die Gerichte, die das entscheiden und wir sehen ja in den letzten Jahren jede Menge Gerichtsprozesse, die sozusagen positiv beschieden wurden. Also Also das wäre ein Punkt, den man festhalten könnte. Frau Bednarek, dann gibt es aber noch die redaktionellen Mitarbeiter. Manche arbeiten seit 20, 30 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das hat ja mit einer Abwechslung, die das Bundesverfassungsgericht fordert, auch nicht mehr so viel zu tun. So ist es. Also zum einen möchte ich gerne noch auf Herrn Bielefeld sagen, ja, das hat der Sender gut gemacht, den Bestandsschutzvertrag, Tarifvertrag. Es hat nur dazu geführt, dass wir jetzt noch eine weitere Gruppe freier Mitarbeiter haben. Wir haben jetzt die bestandsgeschützten freien Mitarbeiter, die nicht programmgestaltend sind. Wir haben die freien, über die wir jetzt nicht reden, aber wir haben dann die normalen Arbeitnehmerähnlichen, sage ich mal, ich bin eine, die arbeiten seit Jahren, seit Jahrzehnten zum Teil im Sender und haben keinen Schutz. Die können also auch nach 30 Jahren noch vor die Tür gesetzt werden. Weil wir halt auf Grundlage dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils von 82 ja nicht angestellt werden müssen. Mhm. Jetzt fragen wir uns nur langsam, irgendwann muss ja dieses Abwechslungsbedürfnis auch mal ein Ende haben. Also wenn man seit 30 Jahren beschäftigt ist und in einer Redaktion arbeitet, dann hatte der Sender 30 Jahre lang Zeit, einen vor die Tür zu setzen. Und dann noch zu sagen, aber ich brauche dieses Abwechslungsbedürfnis, weil sonst kann ich mein Programm nicht mehr, die Farbe nicht ändern oder so, ist schwierig. Vor allen Dingen gibt es Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel in meiner Redaktion, der Abendschau beim RBB, da arbeiten seit Jahren freie Redakteurinnen und Redakteure, CVDs. Die machen haargenau die gleiche Arbeit wie die Kolleginnen, die festangestellt sind. Und die bekommen natürlich keine Zuschläge am Wochenende. Die bekommen auch Weihnachten keine Zuschläge. Die bekommen auch keine Nachtzuschläge oder sowas. Und die werden sehr gerne am Wochenende eingesetzt, weil auch viele Festangestellte trotz der Zuschläge sagen, ach nö, lass mal. Da kommen wir gleich zu diesen unterschiedlichen Honoraren, Gehaltsbewertungen. Aber Herr Metzger, an Sie gefragt, ist das nicht dann
dann auch so ein bisschen eine Mogelpackung, dieser freien Status? Weil ich kenne auch einige Kollegen, Kolleginnen, die halt quasi wie Feste jeden Tag im Sender sind oder fast jeden Tag und dort ihre Schichten machen, als wären sie festangestellt. Also an einem Punkt ist es eine Mogelpackung. Die KEF drückt uns ja seit Jahren dazu, feste Stellen abzubauen. Das ist ja nicht erst in den letzten paar Jahren, sondern das ist ja, wenn man sich mal die Zahlen über längere Zeit anschaut, ein langfristiger Trend. Und was Häuser gemacht haben, ist, da die Arbeit ja gemacht werden muss, abzubauen, das Ganze in Honorare umzuwandeln und zu sagen, dafür beschäftigen wir Freie. Mhm. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, sowohl aus der Perspektive des Beitragszahlers als auch aus der Perspektive des Senders, ist es mir eigentlich lieber, wir können wenigstens das machen, als Programm einzustellen. Weil das wäre ja eine andere Option zu sagen, Programm wird von Menschen gemacht, ganz vorwiegend von Menschen gemacht. Wenn wir weniger Menschen engagieren dürfen, dann können wir am langen Ende auch nur weniger Programm machen. Also eigentlich ist es mir dann immer noch lieber. Und wenn wir dann in Arbeitssituationen sind, und wir kommen nachher ja vielleicht auch noch zu Details, die ich aus der Wirklichkeit, die ich kenne, für ganz vorwiegend, ich werde nicht für alles meine Hand ins Feuer legen, aber für ganz vorwiegend für fair halte und sicher halte, dann haben wir eigentlich in der Quadratur des Kreises eine ganz gute Situation. Richtig ist, dass die Unterschiede sozusagen im Alltag zwischen Festen, also zwischen der Tätigkeit von Festen und der Tätigkeit von Freien, nicht so richtig zu sehen sind. Richtig ist allerdings auch, jetzt mal von Arbeitgeberseite gesprochen, dass das Abwechslungsbedürfnis auch starken Einschränkungen unterliegt. Also bei uns ist es so, wenn wir die Beschäftigung eines bestandsgeschützten freien Kollegen, / Kollegin abbauen wollen, dann können wir das mit 20% im Jahr. Und ist die Kollegin über 50 oder der Kollege, können wir es mit 10% im Jahr. Mit anderen Worten, wir reden von 5 bis 10 Jahren, in denen wir überhaupt etwas ändern können. Also die Vorstellung, dass Freie bei uns sowas wie einer Hire- und Fire-Situation unterliegen, die ist ja auch nicht wahr. Manchmal würden wir gerne schneller ändern können, weil wir Programm ändern müssen. Aber das geht ja auch nicht. Also insofern, sage ich mal, mogeln da beide Seiten und sozusagen mal hat man mehr, mal hat man weniger davon. Aber ist sozusagen zum Grundsatzproblem zu erklären, führt ja auch zu nichts. Mhm. Sie haben es schon, finde ich, zu Recht angedeutet, solange es gut läuft, und für viele läuft es ja auch gut, ist es als Freier wirklich eine sehr gute Situation, kann man sich grundsätzlich nicht beklagen. Das Problem ist, und da kommen wir wieder zu dieser Zwei-Klassen-Thematik, das Problem ist, wenn dann mal eine Sendung wegfällt oder so, wenn dann wirklich was wegfällt und derjenige nicht mehr gebraucht wird. Und da mag Radio Bremen vielleicht ein Vorbild sein, weiß nicht, aber ich kenne andere Fälle, wo dann eben die Leute auch nach vielen, vielen Jahren gehen müssen. Und dann ist man als Freier natürlich ziemlich schlecht dran. Vielleicht wollen Sie ganz kurz noch... Ich würde nur gerne kurz angeben mit Radio Bremen, weil bei uns ist es in der Tat so, wir hatten das Problem mit Cosmo, ein gemeinsames Programm mit dem Westdeutschen Rundfunk oder eigentlich ein Programm des Westdeutschen Rundfunks, zu dem wir zuliefern. Wir hatten starke Umstrukturierung, wir haben uns monatelang damit befasst und auch im Direktorium, wie die Kolleginnen und Kollegen, die bei Cosmo nicht mehr beschäftigt werden können, in anderen Programmen untergebracht werden. Bei uns ist das handelsüblich. Mhm. Wie ist es beim RBB? Sitzt leider hier für die Guten, das ist... gut gewählt. Nein, das ist nicht in allen ARD-Anstalten so, muss man einfach so sagen. Und ich weiß, Herr Bielefeld, was Sie jetzt gleich sagen werden, aber ich sage es trotzdem. Bei uns ist es schon so, dass die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen besonderen Schutz bis dato, bis zum 1.1. dieses Jahres hatten. Ein Jahr Ankündigungsfrist und dann konnten die tatsächlich vor die Tür gesetzt werden. Ob das immer real tatsächlich so passiert, sei dahingestellt, aber rechtlich ist es möglich. Und wir verhandeln immer hart, die Freienvertretung und die Personalabteilung, um jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, die irgendwo, sag ich mal, wegfällt, weil Programm so nicht mehr weitergeführt wird, und versuchen, Lösungen zu finden, Einzelne unterzubringen. Aber leider sind es Einzelfälle und leider gibt es nicht den Schutz, den wir uns wünschen würden, den die Kollegen zum Beispiel jetzt von den nicht programmgestaltenden Kollegen bei uns haben, zu sagen, wenn einer 20 Jahre in dem Sender gearbeitet hat und über, weiß ich nicht, 55 ist, dann setzt man den einfach nicht mehr vor die Tür. Dann hat der Sender auch eine soziale Verantwortung, weil wir sind ja Mitarbeiter. Also, und da muss er sich ja drum kümmern. Das ist ja wirklich so auch eine Frage des Schutzes gegenüber dem Einzelnen. Wie kann man das herstellen, Herr Bielefeld?
Also Frau Bettendank weiß, dass ich jetzt natürlich sagen werde, wir haben ja zum 01.01.2019 einen neuen Tarifvertrag, wo wir diese Fristen deutlich verlängert haben, bis hin zu, ja, das mag aus Ihren Augen auch wirklich nicht ausreichen, dazu komme ich gleich nochmal. Ja, das stimmt, das kann das teilweise jetzt dann nicht diskutieren, bis weil zu drei Jahren, nein, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube aber auch, dass die tarifvertragliche Seite immer die eine Seite ist. Und da hat Frau Bettnarek auch vollkommen recht mit dem, was sie sagt. Ich glaube aber auch, dass die Anstalten dieser sozialen Verpflichtung, die ich durchaus sehe bei einem freien Mitarbeiter, den wir über 20, vielleicht sogar 30 Jahre beschäftigt haben, dass wir da eine soziale Verpflichtung haben. Und der RBB hat ja nun auch eine große Programmreform nach dem Amtsantritt von Frau Schlesinger hinter sich. Und ich glaube, wir haben diese Programmreform, Sie können mir widersprechen, Frau Bettnarek, aber nahezu ohne Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, also von arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnissen hinbekommen. Ich will damit sagen, Tarifvertrag ist immer das eine. Ich glaube auch, dass die Anstalten jenseits dieser Tarifverträge ihrer sozialen Verpflichtung schon nachkommen. Würden Sie generell sagen, also nicht nur RBB, sondern... Naja, da muss ich den Vorbehalt machen, den Herr Metzger natürlich auch gemacht hat. Ich kann ja nur für den Rundfunk Berlin-Brandenburg sprechen, aber ich glaube, dass das teilweise für andere Anstalten sogar noch etwas mehr gilt als den RBB. Mhm. Vielleicht für andere auch weniger als für Radio Bremen und RBB. Okay. Wir können ja über ein glühendes Beispiel reden, den SWR zum Beispiel. Ja, bitte. Aber, ja, der SWR hat was gemacht und ich frage mich immer, warum können wir das nicht hinkriegen? Der hat so eine Art Kündigungsfrist hingekriegt für seine Programmgestaltenden. Wir reden jetzt von dem Programm. Bei uns im RBB sind ja nicht, die Nicht-Programmgestaltenden jetzt sehr gut geschützt, wie ich finde. Der schafft es, dass Leute, die über 20 Jahre arbeiten für den Sender, eben nicht mehr gekündigt werden oder welche, die 15 Jahre da sind und über 55 sind, die sind einfach, bleiben da. Und das haben die abgeschlossen. Und ich frage mich, warum sowas zum Beispiel nicht ARD-weit möglich wäre, wenn man denn überhaupt wollte, dass die ARD einheitlich und in dieser, also sozial und einheitlich agieren würde. Wäre auch ein Punkt, den wir, denke ich, am Ende der Diskussion festhalten könnten, wäre es wünschenswert, dass die ARD sich mehr harmonisiert in diesen Angelegenheiten, weil wir ja wirklich sehr unterschiedliche Tarifverträge in den einzelnen Anstalten haben, Herr Metzger? Ich muss Ihnen sagen, einer der schlimmsten Momente, der alle zwei Jahre kommt, ist, wenn die ARD Tarifverhandlungen führt. Und wir sind meistens ziemlich weit hinten in der Kette und dürfen dann schlucken, was die Reichenhäuser mit den Gewerkschaften in ihrer Großzügigkeit abgeschlossen haben. Und wir müssen das dann sozusagen nachvollziehen, weil wir natürlich bei uns auch den Kolleginnen und Kollegen nicht deutlich machen können, dass Radio Bremen nur viel weniger zahlen könnte. Also wir sind immer mitgefangen, mitgehangen. Und deswegen begrüße ich es sehr, dass es uns jetzt bei der Verhandlung der neuen Altersversorgung, aber auch bei der letzten Tarifvertragsverhandlung das erste Mal gelungen ist, uns stärker zu koordinieren. Das müsste natürlich auch von Seiten der Gewerkschaften gepusht werden. Nicht? Also solange jede Gewerkschaft ihr Landessüppchen kochen möchte mit uns, ist das auch schwierig. Und also ich sage mal, eine meiner Wünsche aus dieser Diskussion heraus wäre, dass wir vielleicht zu irgendeiner Art Vereinbarung zwischen den Tarifparteien kommen, mal gemeinsam über diese Dinge zu reden und gemeinsam zu schauen, wie man es auch einheitlicher machen könnte. Mhm. Wir sind da immer ein bisschen auch verwundbar, weil die Armut der anderen können wir uns meistens nicht leisten. Also muss da immer auch so ein bisschen gucken, was dabei rauskommt. Aber insgesamt halte ich es für erstrebenswert. Erstens, dass man mehr Transparenz schafft, was die Beschäftigung vor allem von festen Freien angeht. Ich glaube, dass das andere eine Sisyphus-Arbeit ist, die auch in der Sache nachher nicht zu sehr viel führen wird. Dass man also da mehr Transparenz schafft, dass man die Zahlenbasis dann vielleicht auch repräsentativer hinkriegt. Das geht dann bis hin zu der Frage der Verdienste. Mhm. Und dass wir allmählich dahin kommen, die Konditionen vor allem dieser begleitenden sozialen Leistungen auch zu vereinheitlichen. Ich würde das begrüßen, ich würde es für richtig halten. Es würde uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärker machen. Der Trend geht in diese Richtung, aber die Geschichte ist eine langsame Schnecke in diesem Fall. Denn es ist doch sehr bemerkenswert, wenn man sagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist das Lohngefälle innerhalb oder das Honorargefälle innerhalb der Anstalten schon sehr hoch, muss man sagen. Also das wäre auch eine Idee, das ein bisschen zu harmonisieren oder ganz zu harmonisieren, wenn es ginge. Lese ich jetzt aus Ihren Worten raus. Bitte. Jetzt habe ich eine ganz, also
zur Harmonisierung eine Frage. Warum kann es nicht einfach so sein, dass Sie sich als Intendanten mal zusammensetzen und einfach da mal einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, wir machen das jetzt mal einheitlich. Also wir haben ja die Lohnfortzahlung Krankheitsfall auch betrachtet und das ist ja in der Tat so, dass das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird von Anstalt zu Anstalt. Bei Radio Bremen offensichtlich ab dem ersten Tag, es gibt andere Anstalten nach dem dritten Tag, nach dem fünften Tag, nach dem vierten, nach dem siebten. Sie stellen sich vor, WDR nach dem vierten Tag, da ist eine Sportreporterin, die interviewt am Montag den Marco Reus, musste auf Arbeit gehen, weil sie sich gar nicht leisten kann, krank zu sein. Die steckt den an. Der wird krank, der kann am Mittwoch nicht spielen, die fliegen aus der Champions League. Die verlieren am Samstag gegen Bayern, weil sie den Marco Reus angesteckt hat. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie könnten das abschaffen, indem Sie sagen würden, wir haben nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, eine soziale Verantwortung, sondern wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Fußballfans, dass nicht wieder Bayern Meister wird. Also ist die Frage, warum können Sie sich das nicht selbst in die Hand nehmen? Ja. Also solange Marco Reus nicht Schadensersatz fordern kann, ist uns das gerade mal egal. Nein, Sie überschätzen die Möglichkeiten von Intendantinnen und Intendanten, weil wir sind rechtlich unabhängige einzelne Landesrundfunkanstalten und mit einem Federstrich das alles zu ändern, das könnten wir schon mal alleine gar nicht, sondern wir könnten es nur zusammen mit den Gewerkschaften. Wir sind, wie gesagt, auf dem Weg dahin, solche Dinge zu überprüfen, aber ich halte das für extrem ambitioniert, das halbwegs schnell hinzukriegen und mit einem Federstrich wird es nicht hinzukriegen sein. Also selbst wenn wir uns bei einem unserer berühmten Kamingespräche mit neuen Kolleginnen und Kollegen verständigen würden, dass wir das so machen, dann würden uns spätestens am nächsten Tag die Personalabteilung sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel. Aus administrativen, rechtlichen, finanziellen, weiß der liebe Himmel Gründen ist das überhaupt nicht möglich. Das heißt, hinter uns stehen ja Organisationen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und auch ihre Eigenheiten ausgebildet haben. Das ist nicht mit einem Federstrich abzuschaffen. Ich würde eher darauf setzen, dass Gewerkschaften, also dass die Tarifparteien, Gewerkschaften und Arbeitgeber in diesem Fall da in einen gemeinsamen Prozess einsteigen, wie man erstmal die Fakten recherchiert, belastbare Zahlen hat und dann mal guckt, wie man das eine und dann das andere und dann das nächste vielleicht regelt. Wir haben es mit der Altersversorgung geschafft. Das ist ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich. Es hat allerdings auch Jahre gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Das müsste für andere Themen auch möglich sein. Aber es ist nicht per Ordre de Mufti zu machen. So funktionieren unsere Häuser nicht. Ich möchte mal, weil uns die Zeit ein bisschen im Nacken sitzt und wir auch das Publikum noch mit reinnehmen wollen, noch zu einem weiteren Kritikpunkt kommen, die Honorare. Also es gab in der Studie die Kritik, dass die Honorare nicht gleichmäßig mit den Gehältern der Festangestellten steigen und dass die Freien weniger verdienen als die Festen bei der gleichen Arbeit. Wie ist es beim RBB? Das kann ich für den RBB nicht bestätigen. Bei uns ist es in der Regel so, diese berühmten alle zwei Jahre, die Herr Metzger eben ansprach, werden ja die Tarifverhandlungen geführt für die Gehaltstabellen und eben auch für die Honorare. Das heißt, wir geben original das gleiche Volumen als Prozent auch bei den Freien drauf. Ich kenne das ehrlich gesagt aus allen ARD-Anstalten so, aber ich kann heute auch nicht für alle sprechen. Mhm. Aber wenn ich vielleicht noch ein Thema zur Harmonisierung beitragen darf, ein Praxisbeispiel aus dem RBB. Den RBB gibt es seit über 15 Jahren und wir verhandeln bis heute an einem einheitlichen Honorarrahmen, also einheitliche Honorarhöhen, standortunabhängig, redaktionsunabhängig und schaffen es nicht. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wir schaffen es alle nicht. Das heißt, das ist nicht Schuld des RBBs, das ist auch nicht nur Schuld der Gewerkschaften, aber daran sieht man, wie schwierig es ist, solche Dinge, die sich über inzwischen ja Jahrzehnte entwickelt haben in den Anstalten, die jetzt zu harmonisieren. Das, glaube ich, ist schwierig und trotz alledem möchte ich noch eine Sache sagen, die sich auch auf ARD-Ebene dort tut. Es gibt ja in der ARD einen großen Strukturprozess, das heißt, die ARD-Anstalten wollen ja auch enger miteinander arbeiten, wollen dort, wo es geht, harmonisieren und es gibt in diesem Prozess auch ein Projekt, das sich damit beschäftigt, wie können wir uns bei Tarifverhandlungen eben als ARD-Anstalten stärker koordinieren und eben nicht mehr, wenn wir neue Tarifverträge schließen, so unterschiedliche Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Frau Bednarek, das interessiert mich jetzt aber schon. Warum ist es so schwierig für Berlin und Brandenburg einheitliche Honorare festzulegen? Seit 2003 oder so? Also es ist ja schon
Eine lange Zeit. Ja, ich bezeichne das gerne als den BER des RBB. Das weiß Herr Bielefeld auch, weil ich finde, es hat so langsam diese Anmutung. Es hat sicherlich damit zu tun, dass wir aus 2-1, also die beiden Häuser erstmal zusammengeführt werden mussten. Wir haben zwei unterschiedliche Tarifverträge, auf Grundlage derer jetzt noch die Honorare sehr, sehr unterschiedlich gezahlt werden. Also das heißt nicht, dass die Radiokollegen zum Beispiel auf allen Wellen gleich verdienen, ganz im Gegenteil. Und auch nicht, es ist wirklich total verrückt. Ich weiß nicht, also Sie nehmen da kommt der RBB mir jetzt ein bisschen zu gut weg. Ich sehe schon von der Arbeitgeberseite da. Aber was ist das Argument? Nur mal ein Beispiel, was ist ein Argument, warum das nicht machbar ist? Also es ist über die vielen Jahre natürlich eine unheimliche Schieflage entstanden. Wir haben Kollegen, die im Hörfunk arbeiten, die verdienen keine 170 Euro. Für einen recherchierten Beitrag, den sie im Radio senden. Wir haben beim Fernsehen natürlich Kolleginnen und Kollegen, die deutlich besser verdienen, immer schon verdient haben. Dann gibt es die Sparte der Moderatoren und. Mhm. Das Bemühen ist jetzt zu schaffen, wir gleichen an im Hause, dass eben Redakteure, also auch freie Redakteure, das kriegen, was eben überall das Gleiche, mehr oder weniger. Und das ist offensichtlich unheimlich schwierig, weil es natürlich auch viel Geld kostet. Und unser Anliegen ist jetzt auch gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das macht diesen Prozess natürlich nicht einfacher, dass wir uns orientieren an dem, was kriegen eigentlich die festangestellten Kolleginnen und Kollegen und versuchen natürlich ungefähr dieses Niveau jetzt zu verhandeln. Mhm. Und da ist der RBB nicht besonders kooperativ, muss man einfach mal so sagen. Da feilschen wir jetzt um Eingruppierungen und Stufen und wo man anfängt und wo man endet. Das verzögert die ganze Sache. Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir unseren Joe Fix, den wir so haben, nicht fortführen. Ich glaube, dass auch der RBB da schon etwas in die Hand genommen hat. Ich wollte damit nur sagen, dass oft bei solchen Detailfragen so große Diskussionen entstehen, dass man sich selber ein bisschen blockiert. Und das Gefühl habe ich bei unseren Tarifverhandlungen momentan, dass bei der Frage, wie viel der einzelne freie Mitarbeiter dann nachher verdient, wir so ein bisschen das große Ganze aus dem Auge verlieren und vergessen, dass wir als fusionierte Anstalt irgendwann auch in der Tat gleiche Rahmenbedingungen brauchen an allen Standorten und auch an allen Wellen. Ja, das ist richtig. Ich will jetzt also gar nicht auf den RBB kommen, aber ARD-Strukturreform war ja ein Thema. Mhm. Ich finde, da ist sehr viel überlegt worden, wo man was wie harmonisieren kann, aber die Mitarbeiter, die kommen da nicht vor. Sie sagen jetzt Tarifverträge. Ich denke mal, das geht jetzt eher um die festangestellten Kolleginnen und Kollegen, wo man was machen will. Die freie Mitarbeiterin ist einfach in der ARD keine identifizierte Größe. Das ist so ein schwarzes Loch. Man hat sie, die machen das Programm, aber es ist nicht wirklich so, dass die Anstalten sich darum kümmern. Also sich darum kümmern, wie geht es denen und was brauchen die? Und da dann eine Einheitlichkeit herstellen wollen auch. Es gibt noch zwei Punkte, möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Noch eine andere Kritik bei den Honoraren, dass es ja Honorarrahmenspielräume gibt. Und da ist ein Vorwurf aus der Studie, kann ich zum Teil auch selber bestätigen, dass man dazu neigt, den untersten Rahmenpunkt zu nehmen bei den Honoraren. Was können Sie das bestätigen? Ist das eine Erfahrung auch beim RBB? Ja, ist schon so, dass der Sender immer gerne spart, da wo er sparen kann. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die kann man gar nicht flächendeckend für alle Bereiche oder alle Wellen oder sowas sagen. Kann man nicht. Das ist bei uns ist so ein bisschen Gutsherrenart, leider noch. Durch den ehemaligen SFB auch, da hat man ganz strikt in Bereichen selber entschieden, was man so zahlt und was die Sache wert ist. Und leider, durch die nicht abgeschlossenen Honorarrahmen, sind wir immer noch ein bisschen hängen geblieben auf dieser guten alten Zeit, also guten alten Zeit für die anderen. Jörg Langer, ist das vielleicht das Problem, dass es diese Gutsherrenart, dieser Spielraum einfach noch möglich ist aufgrund von zu wenig Transparenz und vielleicht auch einer bestimmten Kultur, die wirklich davon ausgeht, na, mit dem Freien kann man es ja machen im Zweifel? Unternehmenskultur ist für mich das Stichwort in der Beziehung, weil ich mich ja sehr viel mit dem Bereich soziale Verantwortung auseinandersetze, merke ich wirklich, dass zwischen Großunternehmen in Deutschland und den Öffentlich-Rechtlichen in dieser Beziehung sehr große Unterschiede bestehen. Ein Beispiel, die Durchsetzung der Tarifverträge beispielsweise, die ist extrem unterschiedlich. Wir haben ja ein Kommentarfeld gelassen, wo die Befragten am Ende noch sozusagen ihr Problem schildern konnten, weg von diesem vorgefertigten Antwortschema. Und dieses Wort Gutsherrenart taucht unwahrscheinlich oft da drin vor, kommt da drin vor. Also wir mussten feststellen, sowohl in den Kommentaren, auch dann die Frage, gibt es einen Tarifvertrag, gilt für Sie ein Tarifvertrag, wird dieser Tarifvertrag entsprechend durchgeführt, dass
A, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offensichtlich gar nicht wissen, was ihnen zusteht, was in diesen Tarifverträgen drinsteht. Und B, dass offensichtlich ein Teil das weiß, aber es nicht durchsetzt oder durchsetzen möchte. Weil da muss man zur Redaktionsleitung, da muss man sagen, okay, nächste Stufe oder ich habe eine besonders WDR-Honorarrahmen, besonders aufwendige Recherche. Wer tut das? Wer geht da hin? Ja, und da kamen einige wirklich Kommentare drin vor, die sich jetzt nicht quantifizieren lassen. Aber das legt natürlich den Verdacht nahe, dass es dort sehr unterschiedliche Auslegungen gibt, von Haus zu Haus, von Redaktion zu Redaktion. Also da wäre eine Vereinheitlichung und ein Stück weit mehr Wahrnehmung dieser Verantwortung und Durchsetzen im Haus mit Gleichheit, gleiches Geld für gleiche Arbeit ist, glaube ich, auch wichtig, um den Menschen auch ein Gefühl zu geben, sie werden wahrgenommen, sie werden geschätzt, weil so fallen sie durchs Raster und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dann die subjektive Meinung ganz klar von über 90% ist, wir werden schlechter behandelt als die Festangestellten. Das ist eine subjektive Meinung, aber die kommt ja von irgendwo. Aber Frau Beck-Nahig, jetzt muss ich mal zurückgeben, auch wenn Sie jetzt die Falsche sind. Interessieren sich die Freien auch genug dafür? Also ist es auch vielleicht auch ein bisschen zu wenig Interesse, zu wenig Engagement, sich mal zu informieren, was steht denn im Tarifvertrag, was darf ich denn und sich dafür auch einzusetzen? Also so würde ich das nicht sehen. Ich würde sagen, vielen ist es einfach dieses ganze Durcheinander auch selber zu viel. Also man weiß es auch nicht so genau. Und das, was Herr Langer sagt, ist einfach mal Gesetz. Wenn ich jeden Tag um mein Honorar verhandeln muss, wenn ich jedes Mal zu meinem Redakteur gehen muss und sage, sag mal, du, das ist aber jetzt aufwendig, was meinst du denn, können wir da den höheren Satz? Das ist schon, da muss man schon ein breites Kreuz haben, weil wir kennen noch die Zeiten, also ich habe sie selber noch im Ohr von vergangenen Chefs, so das ist Jammern auf hohem Niveau, guckt euch mal in der freien Wirtschaft um, was wollt ihr denn, ihr seid doch hier, ist doch warm und trocken und ist doch, ihr kriegt doch alles und verdient doch so gut. Also wir Freien haben auch in den letzten Jahren wenig Wertschätzung erfahren. Unsere Arbeit wurde nicht, jetzt nicht nur pekuniär, also nicht nur finanziell, sondern auch als Leistung nicht wertgeschätzt, sondern das war eben das, was man halt von einem Freien erwarten kann, wenn er da in der Redaktion sitzt. Also ich finde es schwierig. Ich würde mir auch manchmal wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen etwas öfter mit offenem Visier für ihre Rechte eintreten. Also wir sind oft in Vertreterfunktionen, machen das auch sehr gerne, aber es wäre schon sehr viel hilfreicher, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen einfach sagen würden, jawohl, wir stellen uns mit auf die Straße und sagen, das ist jetzt unser gutes Recht und das wollen wir auch durchsetzen. Ein letzter Punkt noch, Herr Metzger. Was auch zu dieser Ungleichheit gehört, ist, Freie dürfen nicht in den Personalrat. Ha, da haben Sie wieder den richtigen erwischt. Also das Radio Bremen-Gesetz sieht seit ich weiß nicht wie vielen Jahren vor, dass Freie bei uns aktives und passives Wahlrecht haben. Frau Möllers ist hier, eine unserer Personalrätin. Ich glaube, von neun Personalräten sind 7 Freie im Moment. Es geht also, es ist wirklich eine individuelle Entscheidung der Häuser. Ja, Nein, das ist Rundfunkgesetz. Das wird geschrieben ins Radio Bremen-Gesetz. Also andere Länder mögen dann andere Gesetzgebungen haben. Bei uns steht es drin. Und das führt dann dazu, dass freie Kolleginnen und Kollegen auch im Personalrat sind und dass sich der Personalrat dann natürlicherweise auch um die Belange von Freien kümmert. Wir haben uns darüber viel rumgestritten in den letzten Jahren, in welchem Umfang, in welchen Fragen, bei welchen Themen das richtig ist. Wir haben auch Arbeitsgerichtsprozesse gegeneinander geführt und das Ganze ist jetzt gemündet in eine Dienstvereinbarung, die sozusagen ein abgestuftes Verfahren vorsieht. Wo ist Mitbestimmung für Belange von Freien zu geben? Wo ist eine Beteiligung zu geben, wo ist eine Informationspflicht gegeben. Das ist jetzt in der Dienstvereinbarung geregelt und hält dann hoffentlich jetzt mal ein paar Jahre Frieden. Aber bei uns ist es generell so, dass der Personalrat das Mandat hat, sich auch um Freie zu kümmern. Das tut er auch. Warum ist es woanders nicht so? Wie ist es beim RBB? Ja, das ist Sache des Gesetzgebers und das ist in der Tat nochmal ein Punkt, zu dem wir heute vielleicht nicht mehr kommen werden, aber ich finde, dass auch der Gesetzgeber sich mal Gedanken darüber machen muss, ob er nicht arbeitnehmerähnliche Beschäftigung auch stärker definieren und gesetzlich regeln muss. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass das Arbeitszeitgesetz nicht explizit auf arbeitnehmerähnliche Beschäftigte nicht für diesen Personenkreis geht, dann frage ich mich ein bisschen, was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht, wenn ich sehe, dass ich mit Frau Bednarik in jedem Jofix über Sozialversicherungsfragen bei freien Mitarbeitern diskutiere, weil der Gesetzgeber auch das wieder nicht richtig geregelt hat, dann hat auch der Gesetzgeber, finde ich, eine Pflicht dort
das stärker zu regeln. Und das betrifft eben auch die Frage der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte. Im RBB haben wir die sehr, sehr schwierige Lage, dass bei uns das Bundespersonalvertretungsgesetz gilt. Das hat von freien Mitarbeitern, glaube ich, noch nie gehört, weil es letztlich für Bundesbehörden gemacht worden ist. Wir haben im Staatsvertrag eine Regelung, in der drin steht, dass der RBB einen freien Statut erlassen muss. Das hat er gemacht. Deshalb sitzt Frau Bentnarek als freien Vertreterin heute auch hier. Ich finde diese Einrichtung im RBB grundsätzlich richtig. Ich weiß aber auch, dass natürlich unserer freien Vertretung die Rechte nicht weit genug gehen, weil sie natürlich Stand heute hinter dem des Personalrates, hinter den Rechten des Personalrates zurückbleibt. Also auch eine klare Forderung an die Politik. Gibt es, ja, bitte. Ich fange bei dir an und dann Sie und dann dahinter, genau. Es gibt ein Mikrofon, weil wir, Sie sind der Dritte dann, ja. Ich heiße Christian Wald, ich bin Landesvorsitzender vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg und seit 1984 freier Mitarbeiter, wenn auch mit langen Unterbrechungen des SFB RBB. Und ich möchte bei diesem letzten Punkt anknüpfen, nämlich bei der Frage frei in den Personalrat. Für mich ist das eine zentrale Forderung. Wir sind in den letzten Jahren in einer Situation, wo die Politik, sprich die Senatskanzleien von Berlin und Brandenburg sagen, wir machen eine Evaluierung des freien Statuts, wir machen eine Evaluierung der Arbeit der freien Vertretung. Da ist in den letzten 2 Jahren null Bewegung drin. Da ist eine Anwaltskanzlei beauftragt worden, diese Evaluierung durchzuführen. Diese Anwaltskanzlei hat diesen Job nicht erledigt. Dann ist der Auftrag wieder zurückgegangen an die Kanzleien. Dann soll das irgendwie weitergehen. Das sind jetzt 2 Jahre, also seitdem ich Landesvorsitzender bin, beschäftigt mich dieses Thema immer in der Weise, dass wir sozusagen hingehalten werden. Und ich finde das nicht akzeptabel. Und ich muss ehrlich sagen, als politisches Statement in diesem Haus, gerade hier also bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und als Gast auch der Bundestagsfraktion, ich finde es völlig absurd, dass inzwischen die Hälfte aller Rundfunkanstalten bis hin zum Westdeutschen Rundfunk und bis zum ZDF die Freien in den Personalräten drin haben, aktiv, passiv wählbar. Und das ist ausgerechnet in einer Konstellation, wo hier Rot-Rot in Potsdam und Rot-Rot-Grün in Berlin ist, dass es da nicht möglich sein soll, hier für klare Verhältnisse in der Gesetzgebung bzw. im Staatsvertrag, und darum geht es, im Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg zum RBB zu sorgen. Das finde ich ein dickes Ding. Mhm. Und ich muss auch sagen, wir haben da nicht mehr viel Zeit. Wir haben im nächsten Jahr wieder Personalratswahlen. Und wir haben im Herbst Wahlen zum Landtag in Brandenburg und so richtig weiß niemand, was dabei rauskommt. Deswegen ist mein dringender Appell heute hier an diejenigen, die politisch Verantwortung tragen, dafür zu sorgen, dass jetzt tatsächlich ein bisschen Dampf gemacht wird und dass jetzt dafür gesorgt wird, dass diese Veränderung im Staatsvertrag passiert und wir die Freien beim nächsten Mal mitwählen lassen können für den Personalrat im RBB. Danke. Alles klar, danke schön. Die nächste Wortmeldung war, genau. Hallo, ich bin Franziska Walser, ich bin mit der Dagmar in der freien Vertretung vom RBB und ich wollte nur ergänzen, also was für die Personalräte gilt, gilt auch für die Frauenvertretung in vielen ARD-Anstalten. Also auch da können Freie nicht zur Wahl sich stellen oder wählen. Und das finde ich gerade, also wenn man jetzt die MeToo-Fälle anschaut, WDR und so, also da geht es immer um freie Mitarbeiterinnen. Auch das ist, finde ich, ein unhaltbarer Zustand, dass da die freien Frauen sozusagen, ne, nicht die Frauenvertretung wählen können. Ich wollte nochmal aufklären, Herr Bielefeld, also diese Sache mit die Löhne der Freien steigen nicht so wie die der Festen sozusagen. Also das stimmt, dass diese Tarifprozente gehen immer drauf bei beiden Seiten, aber natürlich steigen die Löhne von den Festangestellten mit den Dienstjahren. Also da rutscht man, ich weiß nicht, Herr Bielefeld, Sie wissen es besser, aber man rutscht dann immer von C3 in C4 in C5. Und das funktioniert natürlich als Freier überhaupt nicht. Da verdient man am Anfang dasselbe wie am Ende. Und ich glaube, das ist das, was in der Studie angesprochen wurde. So. Dass es keine Entwicklungsmöglichkeit gibt in der Hinsicht, dass man mit Erfahrung und Arbeitszeit besser bezahlt wird. Genau, ja. SWR, ja, geht das. Beim, ja, SWR, der hat das eingezogen. Genau. Da geht das, ja, durch den Bestandsschutz. Und durch die, da wird, ist eine Steigerung für die älteren, genau, also erfahreneren gehen würde es schon, aber jetzt beim RBB ist beim eben, man RBB kriegt die Prozente, nicht, aber eben nicht die Tarifstufen. Mhm. Ja. Okay, so, danke schön. Da hinten gab es noch eine Wortmeldung. Henry Steinhoff, freier Journalist, freier, also einer aus dem Personenkreis der Unüberschaubaren. Ich bin ein Unüberschaubarer. Und nach der Studie sind es ja eigentlich über 10.000, die unüberschaubar sind. Und ich
kann nicht verstehen, wieso die Sender damit den Zahlen nicht rausrücken. Wenn ich für Öffentlich-Rechtliche gearbeitet habe, dann musste ich immer einen Vertrag unterschreiben, ob das nur um 3-minütigen Kommentar ging oder irgendwas anderes. Und das wird doch heutzutage mit EDV erfasst. Warum sollen die denn nicht erfassbar sein? Warum sollen die Zahlen denn nicht transparent gemacht werden sein? Also das ist mir ein Rätsel. Und warum soll das bürokratisch so ein Aufwand sein, die jetzt transparent zu machen? Da wirft man die EDV an, wie man es auch für Angestellte oder andere macht. Also ich finde, das spricht so ein bisschen eine Sprache, ich finde es fast eine Frechheit und eine Arroganz zu sagen, wir reden mal hier nicht über diese freien Freien, sondern nur über die festen Freien, haben wir keine Zeit und so. Das hören wir schon sehr, sehr lange und ich finde, dass in der Studie steht doch eine ganze Menge und dann zu sagen, ach naja, die sind unüberschaubar und so different. Man kann auch in differenzierten Befragungen eine ganze Menge rauskriegen über unüberschaubare, differenzierte Freie. Also das fand ich schon ziemlich frech. Mhm. Herr Metzger, darf ich nachfragen, was würden Sie denn mit einem solchen Befund machen, dass x-tausend Freie in der ARD in unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten beschäftigt sind, dass da Y verschiedene Berufe im Spiel sind, dass da Z unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse im Spiel sind, mit anderen Worten, dass wir da eine Landschaft haben, die so heterogen ist, dass man ja was daraus destillieren kann. Mich würde interessieren, wie Sie damit umgehen würden, wenn Sie diese Transparenz hätten. Was ist die Forderung? Ja, man kann es doch clustern. Also man kann doch dann nach Cluster, sonst redaktionelle, journalistische Tätigkeiten von mir aus, wenn Sie jetzt über Spielfilm, Tatort reden oder über Dokumentation, man kann das doch clustern und dann gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Aber natürlich kann man da Aussagen treffen und die Studie trifft doch auch Aussagen. Also da würde ich mal vielleicht dann, ganz kurz Jörg Langer... dann den Freien eine Stimme geben und dass die Verhältnisse sich bessern. Das wird ja wohl offensichtlich in der Studie festgestellt, dass die Verhältnisse für Freie nicht gut sind. Also was soll das folgen? Natürlich, so eine Untersuchung soll immer dazu führen, dass man dann darüber redet und sagt, wie kann man auch die Freien besser stellen und auch soziale Absicherung oder so eine Fragen reden. Da. Jörg Langer, was für eine Grundaussage gab es denn, was die Freien betrifft in der Studie? Die Grundaussage ist, dass natürlich die Freien in vielen Sachen oder in vielen Aussagen eindeutig schlechter abgeschnitten haben als die arbeitnehmerähnlichen Freien. Ich glaube, das muss man einfach anerkennen, egal ob man jetzt auf den Zahlen rumreitet und jetzt von Repräsentativität spricht oder nicht. Vielleicht ist die Studie ja repräsentativ, wir wissen es nur nicht, weil halt die Grundgesamtheit nicht klar ist. Also insofern, ich sag mal so, BMW hat auch diverse Arbeitsverhältnisse, diverse Beschäftigungsformen, Leiharbeit, alles Mögliche. Aber trotzdem gibt es dort eine soziale Verantwortung, selbst in solchen Konzernen. Und dort wird evaluiert, dort werden Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, da wird geschaut, wie zufrieden sind unsere Mitarbeiterinnen und dann werden Maßnahmen ergriffen, damit die Menschen ans Unternehmen gebunden werden, dass sie zufrieden sind, dass sie eine Arbeitsleistung haben, ja, dass sie sich identifizieren. Das gehört doch zu einer normalen Unternehmensführung. Deshalb denke ich, wäre jetzt wirklich bei allen Sendern es an der Zeit, sich an die Nase zu fassen. Und wenn Sie schon externe Studien kritisieren, dann ist selbst in die Hand zu nehmen und hier dafür zu sorgen, dass man weiß, wie im Hause die Zufriedenheit ist und ob die Mitarbeiter dabei sind. Also überhaupt erstmal eine Sichtbarmachung. Absolut. Ganz genau das. Wir haben vorhin gehört von Qualität und Auftrag und die Freien sorgen auch für die Umsetzung unseres Programmauftrages. Und deswegen finde ich, muss sich ein Arbeitgeber, und das ist die ARD und das sind die einzelnen Anstalten, einen Kopf machen, wer für mich arbeitet und unter welchen Bedingungen der arbeitet. Und das kann man sehr wohl über solche Daten, die man dann von den Freien bekommt, denke ich mal, ermitteln und sich vielleicht Gedanken machen, was man besser machen könnte oder anders. Also das unterstellt ja, dass wir uns diese Gedanken nicht machen würden. Wenn Sie die gar nicht erfahren. Entschuldigung, jedes Haus, also ich weiß, wie viele Tatortkommissare wir haben und ich könnte herausfinden, wie viele Kabelhilfen wir haben und dazwischen auch alles. Und natürlich arbeiten unsere Redaktionen, wenn sie mit Freien zusammenarbeiten, mit Menschen zusammen, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Also gehen Sie mal davon aus, dass im Rahmen dessen, was wir so üblicherweise machen, und ich glaube, dass für mein Haus, dass ich sagen kann, oder für unser Haus, dass ich sagen kann, dass wir eine Kultur des gegenseitigen Respekts haben, dass man sich natürlich darum kümmert, wie es allen Beteiligten geht. Also die Unterstellung, weil man da jetzt sozusagen krasse Missfallenskundgebungen in einer Studie hat, daraus die Unterstellung abzuleiten, dass man sich darum ja gar nicht kümmert. Leute, das ist einfach nicht wahr.
Wir arbeiten mit Leuten zusammen, die in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen sind. Und jedes Unternehmen, auch unser Unternehmen, hat ein Interesse daran, dass da alle gerne hinkommen, dass da alle weggehen und sagen, ich bin anständig behandelt worden. Dass da alle rausgehen und sagen, ich bin für meine Arbeit anständig entlohnt worden. Und ich würde für unser Haus sagen, in der Regel ist das auch so. Deswegen die Unterstellung, ihr kümmert euch ja gar nicht drum, das ist nicht meine Wirklichkeit. Es tut mir leid. Gut, ich würde, wenn es nicht noch eine Wortmeldung gibt aus dem Publikum, irgendjemand pfeift, ja. die Diskussion bündeln, bevor ich Ihnen allen noch mal ein Schlusswort gebe. Was ich mir jetzt so dachte, nachdem wir so unterschiedliche positive Beispiele auch gehört haben, eine Idee wäre vielleicht, das mal zu bündeln oder auch transparent zu machen, dass man davon lernen kann. Also wenn Sie zum Beispiel vom Bestandsschutz der Nicht-Programmbringenden beim RBB sprechen oder was der SWR geschafft hat oder so, das wäre ja auch interessant, vielleicht für andere Häuser oder für andere Gewerkschaftsvertreter sozusagen sich da ein Beispiel nehmen. Also so ein Monitoring, dass man eben mal bündelt, was ist alles im Positiven gibt. Dann nehme ich mit, eine zentrale Forderung ist Freie in den Personalrat, wo es noch nicht möglich ist, auch Frauenvertreterinnen in den Personalrat. Dann denke ich, eine Harmonisierung der verschiedenen Häuser wäre sehr wünschenswert. Frage, Herr Metzger, wäre das jetzt auch eine Chance, weil durch diese Strukturreform, durch diesen Druck vom Außen, ist das auch eine Chance, so eine Harmonisierung herbeizuführen? Die Chance, eine Harmonisierung herbeizuführen, ist vor allem das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Und deswegen unterstütze ich ja das Ansinnen insgesamt. Nicht? Also ich würde auch die Schlussfolgerungen ziehen, die Sie jetzt gezogen haben. Wir haben, das haben Sie nicht nochmal gesagt, aber wir haben ein Thema mit Nicht-Programmgestaltenden. Mhm. Wir haben ein Thema mit den freien Vertretungen. Wir haben ein Thema mit der Vergleichbarkeit von tariflichen Leistungen. Und ich würde es begrüßen, wenn der Trend, wie ich vorhin geschildert habe, der immerhin begonnen hat, dass sich unsere Personaler stärker mit diesen Dingen auseinandersetzen und stärker vergleichbare Arbeitsbedingungen schaffen, wenn das so weitergeht. Es wird sicherlich nicht im engeren Sinne eins dieser Strukturreformprojekte werden, weil das sind ja Projekte, um Geld zu sparen und nicht um mehr Geld an mehr Menschen auszugeben. Das ist sozusagen eine völlig andere Baustelle. Aber dass wir unsere Personalabteilung dazu bringen, jetzt künftig nicht nur gemeinsam Tarifverhandlungen zu führen, sondern auch dann eben über solche Konditionen zu sprechen, das finde ich im Prinzip richtig. Aber wie gesagt, wir brauchen auf der anderen Seite auch die Gewerkschaften, die dann auch den Wunsch haben, da etwas zu vereinheitlichen. Tarifverhandlungen sind immer Verhandlungen zwischen zwei Seiten. Welche Forderungen, ganz kurz noch, hätten Sie an die Politik? Mehr Geld. Ja, Forderung an die Politik. Also ich sag mal, wir sind, was unsere Landespolitik angeht, haben wir keine speziellen Wünsche offen. Ich sage offen, dass uns das Thema, welche Konsequenzen das aktive und passive Wahlrecht für Freie hatte, dass uns das nicht immer nur Freude gemacht hat und auch sehr beschäftigt hat. Aber es ist, wie es ist. Aber ich sag mal, in unserem kleinen Bundesland sind da, glaube ich, relativ wenig Wünsche offen. Aber was allen natürlich am meisten helfen würde, wäre eine wirklich auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich teile ungefähr 90% von dem, was Herr Hilker vorhin gesagt hat. Ich weiß nur aus eigener Praxis, dass eben das mehr Geld, was wir bekommen haben, mit den realen Kostensteigerungen nicht mitgehalten hat, dass alle Häuser in einer Rationalisierungsspirale sind. Und da sind wir, Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen, eigentlich sogar noch ein bisschen besser dran, weil wir einen verbesserten Finanzausgleich aus der ARD bekommen haben. Aber die anderen, die sparen ja zum Teil zum ersten Mal in ihrem Organisationsleben wirklich. Und wenn wir jetzt, wir sind ja mitten wieder gerade in Verhandlungen mit den Ländern, was das Thema der Rundfunkfinanzierung in der Zukunft angeht, also wenn wir da mit noch stärkeren Einschnitten rausgehen, dann wird es noch weniger lustig, als es heute ist. Und die Spielräume werden noch geringer sein. Also an der Stelle könnte uns die Politik das Leben leichter machen, wenn sie akzeptieren würde, dass gute Qualität am langen Ende eben auch gutes Geld kostet. Frau Bittner-Heik, was nehmen Sie mit, vielleicht ein wichtiger Punkt?
Oh Gott, auf einen zu beschränken kann ich gar nicht. Also ganz wichtig wäre uns tatsächlich, dass wir vernünftige Rechte bekommen, dass die Interessenvertretung, also unser Statut, ist nur ein Bruchteil dessen oder gibt uns nur einen Bruchteil der Möglichkeiten, die wir durch ein normales Personalvertretungsgesetz hätten. Mhm. Und da ist wirklich, das wäre auch mein Appell an die Politik und auch gerade an unseren rot-rot-grünen und rot-roten Senat hier und Ministerium drüben, dass sich darum zu kümmern, weil also wir sind so, wie es läuft und wie wir vertreten können, einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweiter Klasse. Ist halt so. Also, und ich möchte noch mal sagen, die Studie war der Anfang, finde ich. Ich finde diese Transparenz, die jetzt erstmal, wo die Decke so ein bisschen gelüftet wurde, die müssten eigentlich die Anstalten herstellen. Ich sage jetzt, Herr Metzger ist leider jetzt einer von den Guten, aber es gibt andere Anstalten, die deutlich mehr aufwenden müssten, um sich um ihre freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Aber Herr Metzger kann seine Kolleginnen und Kollegen vielleicht ein bisschen mit schubsen. Und noch eine Sache, weil Sie haben jetzt ein bisschen immer so auf die Gewerkschaften geschoben, da haben Sie recht, das ist richtig, das ist der Verhandlungspartner für die Häuser, aber es gibt ja zum Beispiel auch einen ARD-Vorsitzenden oder eine ARD-Vorsitzende. Und wäre das nicht denkbar, dass man als Mensch in einer solchen Position oder den Menschen, der das gerade macht, mal anregt, dass lass uns über Vereinheitlichung reden, was die Beschäftigten angeht, also nicht nur die Festen, sondern auch die Freien. Ich denke, dann könnte man auch ein Signal an die Gewerkschaften senden und sagen, Leute, wir wollen das anders machen. Wir wollen tarifliche und soziale Regelungen, die für alle 19.000 ArbeitnehmerÄhnlichen in der ARD Geltung haben. Oder meinen Sie, das wäre schwierig? Davon jemanden zu überzeugen. Frau Farb ist bestimmt zumindest offen für das Gespräch, würde ich sagen. Sie locken mich jetzt auf sehr gefährliches Gelände. Versuchen Sie mal, den ARD-Vorsitzenden zu überzeugen. Nein, ich sage es mal andersrum, der ist ja auch in einer schwierigen Rolle, weil er muss am Ende den Wunsch und den Willen von neun unabhängigen, rechtlich unabhängigen Landesrundfunkanstalten verkörpern und vertreten. Ich würde es für vielversprechender halten, wenn das über die Fachebene der Personalchefs und Chefinnen läuft. Die haben es ja auch geschafft, was zum Beispiel den Altersversorgungstarifvertrag angeht oder was die letzten Gehaltstarifvertragsverhandlungen angeht, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Und wenn die dann in die Intendantenrunde gehen und sagen, so, wir kriegen das gebacken, dann gibt es da auch keinen Widerspruch. Also ich würde da eher über die Fachebene gehen, weil ehrlich gesagt, die können es auch besser beurteilen, was geht und was nicht geht. Herr Bielefeld, das sind Sie schon angesprochen. Was nehmen Sie mit? Vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich nehme interessanterweise was Herr Langer fast nur in einem Nebensatz gesagt hat, nämlich das Thema Unternehmenskultur. Ich glaube, wir müssen uns noch mal Gedanken darüber machen, dass wir in unserer Unternehmenskultur auch verankern, dass freie Mitarbeiter genauso wie Festangestellte das Programm machen und genauso Teil des Unternehmens, der Anstalt, wie es immer heißt, sind. Das, glaube ich, wird ein zentraler Punkt so in den nächsten Jahren werden. Und das spielt dann auch so ein bisschen in das Thema, was wir heute leider gar nicht diskutiert haben, nämlich die, finde ich schon, ja, Mobbing-Vorwürfe, die ja auch in der Studie sehr deutlich mit sehr drastischen Worten auch zum Teil zur Sprache kommen. Ich glaube, da müssen sich die Anstalten, da muss aber jede Anstalt, glaube ich, für sich einen Weg finden, wie sie damit umgeht. Jörg, du hast jetzt das Schlusswort. Okay. Ich war ja eigentlich gar nicht geplant für diese Runde, also mir ging jetzt noch mal einiges durch den Kopf und ich bin ja hier, weil ich der Mensch der Zahlen bin, aber ich glaube, viel wichtiger als die Zahlen und die Fakten ist mir, glaube ich, eine Wertediskussion. Es geht um Begriffe, die hier auftauchten aus den Schilderungen, um Wertschätzung. Mhm. Wir haben gedacht, irgendwann mal das zu nennen, wie ein Betroffener da zitiert wurde, Wertschätzung, Fehlanzeige. Das ist in der Tat Wertschätzung, Augenhöhe, Gleichberechtigung. Das sind, glaube ich, die Schlüsselworte. Und da muss sich, glaube ich, jedes einzelne Unternehmen oder jede einzelne Anstalt hinterfragen, wie sie dem nachkommt. Es geht mir wirklich um Unternehmenskultur und damit um die Struktur. Und lesen Sie die Wolf-Mattis-Studie und so weiter und so fort. Die Kreise, die Silos, die Kungeleien gehören abgeschafft, die Hierarchien müssen zerstört werden, es muss auf Augenhöhe gehandelt werden und da sind wirklich alle Anstalten gefragt. Das kostet kein Geld, da geht es wirklich nur darum, hier aus den 80er Jahren Unternehmenskultur in das neue Jahrtausend überzugehen. Vielen Dank an diese Runde.
Wir sind jetzt am Ende. Das muss in der Diskussion hinterher besprochen werden. Es gibt jetzt von Petra Sitte, genau, noch ein Schlusswort. Die Frage ist, bleiben wir hier sitzen so lange? Ja, wir bleiben sitzen, gut. Soweit. Also es scheint ja aufzugehen, was wir mit der Studie wollten. Denkanstöße zu geben, zu schauen, wo sind denn eigentlich unter Umständen gerade jetzt unter diesen Informationen Ansätze, nach denen man auch handeln kann. Wir haben ja auch als Linke Vorschläge gemacht, wie man damit umgehen kann, die sich in der Studie am Ende mit befinden. Und insofern haben wir auch aufgenommen, was wir selber zu leisten haben, Rot-Rot-Grün, Berlin-Brandenburg, ist angekommen. Wir werden das mitnehmen. Ist ganz klar, sowas kreppt ja. Und mit unseren Leuten in den beiden Ländern sprechen. Und was ich auch gern, bevor ich meine kleinen Abschlussbemerkungen und den Versuch mache, das Ganze nochmal zu öffnen, will ich mich bei allen bedanken, die das vorbereitet haben. Sie wissen das ja aus Ihrer tagtäglichen Praxis, wenn 5 Menschen vorne sitzen und hier ein Mikro steht und ein Raum besorgt ist, das ist es ja nicht. Also es ist unendlich viel Arbeit gewesen, kleinteilige auch Arbeit an der Studie, sodass ich mich also bei denen, die das vorbereitet haben, besonders bedanken möchte. Ich möchte mich bei der Moderatorin bedanken. Ich hatte, also für mich, ich bin ja keine Medienpolitikerin, mir hat das sehr viel Spaß gemacht zuzuhören und es war aus meiner Sicht eine schöne, frische und kritische Runde und man möge uns auch kritisch gewogen bleiben. Und bei der Luxemburg-Stiftung will ich mich natürlich auch nochmal bedanken. Ja, warum habe ich gesagt, ich will das Thema nochmal öffnen? Es gibt so eine subtile oder wie man auch immer nennen will, Vorgeschichte zu dieser Studie. Wir haben uns ja als Linke schon ziemlich lange mit dem gesamten Thema Solo-Selbstständige in der Kultur- und Kreativwirtschaft beschäftigt. Und wir haben dazu parlamentarisch x Initiativen und dergleichen eingereicht, Anträge ohne Ende. Wir haben Einzelgespräche geführt, wir haben Konferenzen durchgeführt, wir haben eine Anhörung als Fraktion geführt. Und ich will auch erinnern, dass wir 2 Enquete-Kommissionen hatten, die sich mit der sozialen Lage von Kreativen beschäftigt hatten. Das war zum einen diese Enquete-Kommission Kultur in Deutschland 2003 bis 2007. Und wir hatten eine Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft 2010 bis 2013. In der bin ich selber drin gewesen und es war damals ein richtiger Kampf, dass dort auch ein ordentlicher und ausführlicher Teil auftauchte zur sozialen Situation von Selbstständigen in diesem Land. Mithin dann eben auch solche Ansagen dort getroffen worden, ich habe es Ihnen ja vorhin schon erzählt, von sehr liberalen Partnern, ja, die öffentlich-rechtlichen sollen eh nur noch machen, was die Privaten nicht tun. Welche Konsequenzen das hat, muss ich ja nicht ausführen. Sie sind die Experten. Und wir haben uns weiterhin auch inhaltlich mit Fragen beschäftigt, die Selbstständige und Solo-Selbstständige berühren. Wir haben uns mit der Situation der Kreativwirtschaft beschäftigt. Wir haben Fragen der fairen Vergütung miteinander besprochen, haben Tarifpolitik besprochen. Wir haben ein Urhebervertragsrecht damals versucht, über Open Innovation im Bundestag zu thematisieren. Wir haben uns mit Verbandsklagerechten und dergleichen beschäftigt. Natürlich auch mit der Rolle von Interessenvertretern. Sowohl Verdi, den haben wir auch immer auf den Füßen rumgestanden und haben gesagt, Verdi muss sich auch öffnen, muss sich auch ändern, die Dienstleistungsgesellschaft ändert sich, die Welt digitalisiert sich, da müsst ihr euch als Gewerkschaft doch auch anders aufstellen. Mithin gab es ja auch Reaktionen aus den Selbstständigen selbst, dass sie eigene Interessenvertretungen gegründet haben, die wir auch ernst nehmen und wir haben uns mit den ersten Auswirkungen von Plattformökonomie beschäftigt, Clickworker, Crowdworker und so weiter. Und natürlich dann eben, was vorhin auch eine Rolle gespielt hat, mit solchen Fragen der sozialen Absicherung, als da sind Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Krankenversicherung. Das sind ja sozusagen die Dauerbrenner über die vielen Jahre gewesen. Das heißt, ich zähle das auf, um deutlich zu machen, es ist ein echt dickes Brett. Es ist nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen dickes Brett, es ist in dieser Gesellschaft ein richtig dickes Brett, über das wir dort bohren müssen. Und wir haben dann mal eine Zeit lang gedacht, ja, irgendwie wäre doch vielleicht so ein Mindesthonorar die Lösung.
also wo nichts drunter geht, nicht im Sinne von existenzsichernd allein, wie das beim Mindestlohn der Fall ist, sondern eben wo auch Grundmittel und Umlaufmittel, die man braucht, die man bezahlen muss, und um am Ende auch der Profession weiter nachzugehen, mitfinanzieren kann. Und wir haben dann gemerkt, es funktioniert allgemein überhaupt nicht. Wir müssen mindestens branchenbezogen denken und sind auch weiter in dieser Diskussion. Und als wir dann darüber in einem öffentlichen Fachgespräch 2017 im März geredet haben, waren eben auch Vertreter da von Öffentlich-Rechtlichen, waren Freie da, waren feste Freie da, waren Leute da von entsprechenden Interessenvertretungen. Und die haben dann gesagt, na, wir können es doch mal an einem Punkt versuchen, mal durchzuexerzieren, mal miteinander zu untersuchen. Und das Ergebnis war, dass wir intensiv Gespräche geführt hatten, dass wir ein Positionspapier mit den Fragestellungen und ersten Antworten eingebracht hatten. Und dass wir dann gesagt haben, wir versuchen so eine Studie in Auftrag zu geben. Jörg Langer hat sich dann bereit erklärt, die Luxemburg-Stiftung hat mitgezogen. Und das in diesem Bereich vor allem deshalb auch mit zu thematisieren, weil er politisch so brisant ist, aber weil er auch so bedeutsam für unsere Gesellschaft ist. Und das wollen wir uns erhalten mit Qualität. Und weil eben in diesem Bereich gerade der gesamte Prozess läuft, die Diskussion läuft. Wir haben das ja am Anfang schon mit erwähnt, dass die Fragen der Strukturen, der Programmgestaltung, der Rundfunkbeiträge. Und wir wollten eben auch nicht, dass gerade diese Fragen der freien, festen, freien oder was auch immer, irgendwo da unter ferner Liefen plätschert, sondern wir wollten diesen Punkt auch setzen, dass Qualität eben auch an der Stelle mitzudenken ist, aus der Perspektive dieser Beteiligten. Und deshalb haben wir dann, wie gesagt, heute Morgen diese Pressekonferenz durchgeführt. Jetzt ist die Studie da, daran kann man sich reiben. Man kann sagen, sie ist nicht repräsentativ, aber trotzdem gibt sie zum Nachdenken. Und der Bundestag hat nun seinerseits selbst ein versicherten Entlastungsgesetz beschlossen zur gesetzlichen Krankenversicherung, die sich auch an Selbstständige und Solo-Selbstständige richtet. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das wirklich diese Hoffnungen, die damit geweckt werden, am Ende auch erfüllen kann. Wir werden da schlicht und ergreifend dranbleiben. Und schließlich werden wir auch weiterhin natürlich mit anderen Partnern diese Themen beraten, nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Morgen ist der Journalistentag von Verdi, den haben wir rotzfrech genutzt und uns da kurz vorher reingeschoben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich gehe da auch selbst hin, ich nehme schon mal 20 Exemplare dieser Studie mit. Mehr ist erstmal nicht zu tragen, aber man findet sie auch im Netz. Ich habe mich gerade vorhin erkundigt, sie ist also seit heute Vormittag eingestellt. Man kann sie sich dort nochmal holen. Kurzum, lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen dran zu bleiben. Wir wissen, dass das auch noch ein gerüttelt Maß an Zeit beanspruchen wird und dass man noch viele Silberrücken in diesen Bereichen wecken muss. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass dieser Abend, hoffe ich jedenfalls, für Sie einigermaßen interessant gewesen ist. Vielleicht wollen Sie das eine oder andere Gespräch hier noch führen. Vielleicht gehen Sie noch zur Fete vom Journalistentag von Verdi. Und da kann man auch die Beiträge verfolgen. Und uns allen wünsche ich auch eine weitere gute Zusammenarbeit. Ansonsten machen Sie sich noch einen netten Abend und später einen guten Heimweg.